Ein Voltier in Mitte der Welt schläft auf Bäumen ohne Sorgen. Langsam zieht's durch grüne Wälder, Träume sprechen von morgen. Mit Hobbits trinkt es Tee und plaudert Orks und Trolle, keine Scheu. Durch Flüsse schwimmt es ganz entspannt, seine Seele bleibt stets treu. Faultier von Mittelerde, Abenteuer nicht zu knapp. Langsam doch so wunderbar schläft unter Sternenhimmel ab. Zwergen helfen es beim Graben, schnarcht fröhlich in der Mine tief. Elfenlieder sanft umgeben, während es im Traumland schlief. Frodo, Sam und Gollum staunen, langsame Schritte weit und breit. Zwischen Welten magisch wandern, das Faultier nimmt sich seine Zeit. Faultier von Mittelerde, Abenteuer nicht zu knapp. Langsam doch so wunderbar schläft unter Sternenhimmel ab. Faudo, Sam und Gollum staunen, langsame Schritte weit und breit, zwischen Welten magisch wandern, das Faultier nimmt sich seine Zeit. Faultier von Mittelerde, Abenteuer nicht zu knapp, langsam doch so wunderbar schläft unter Sternenhimmel. Denke ja, das ist gut. Bist du denn eigentlich im Homeoffice oder so? Weil ich habe ja morgen auch frei, dann könnte ich das ja auch eher machen. Oh, das ist lecker. Jetzt war 2 Tage bei Herr der Ringe Serverwartung hintereinander. Zu natürlich europäischen Dreckszeiten von 15 bis 19 Uhr. Circa. Sehr zum Kotzen. Das ist richtig. Ja, aber ist nur bis Herbst, also bis Ende September, Anfang Oktober. Danach gibt es einen neuen Plan und dann werde ich es nicht mehr haben. Und eine von den 6 oder 7 Wochen, was das ist, hatte ich ja schon keine 4-Tage-Woche wegen den Fünfern. Von daher. Aber jetzt genießen wir das. Das ist echt, ey. Das ist die erste Woche im Leben, wo ich wirklich mal eine 4-Tage-Woche habe. Und man merkt echt schon, man geht anders in so eine Woche rein. Weil man weiß, oh, man muss nur 4 Tage. Man hat mehr zur Regeneration und so. Es fühlt sich schon anders an. Wo ist denn mein Pferd? Ach ja, hier. Also ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum die Produktivität bei 4-Tage-Wochen bei vielen Leuten höher ist als bei 5-Tage-Wochen. Allein das Mindset, ey. Ich habe das schon Montag gemerkt. Ich wusste, ab Donnerstag habe ich Wochenende. Ich bin komplett anders motiviert reingegangen in die Woche. Allein heute, ich war mega motiviert heute am Donnerstag, weil ich wusste, die Schweine müssen morgen alle arbeiten. Ich nicht. Von daher kann ich das verstehen, wenn Leute meinen, 4-Tage-Woche ist sogar besser als. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Das war ein Fehler.
Aber auch geil. Homeoffice würde ich auch fühlen. Aber der Kollege, der mir gerade bei Foundry geholfen hat, der ist zum Beispiel die ganze Woche jetzt im Homeoffice. Der macht seine Arbeit, die Hälfte der Zeit fertig. Die andere Hälfte der Zeit kann er zocken oder irgendwas anderes machen. Also RPG vorbereiten macht er gerade ziemlich viel nebenbei. Also, geil. Ich wollte noch was machen. Das hier nämlich. Ich brauche die Sindarin-Texte, ne? Sonst nichts, ne? Okay. Mal schaue. Wohin wollen wir denn? Einsame Landen, ne? Feste Gurut wäre ein guter Zwischenstopp. Und dann müsste ich doch die Schnellreise haben. Hier, ne? Auf geht's. Ich will auch Homeoffice. Vor allem, ich weiß... Hi! Ich weiß, ich werde mein Leben lang sehr wahrscheinlich nie Homeoffice haben. Weil ich einen Job habe, den man eigentlich ja nicht im Homeoffice machen kann. Fuck, ey. Ah! Was soll's? Gibt schlimmere Schicksale im Leben. Sprecht mit Radagast, okay. Radagast treffen muntert einen immer auf. Tag. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Das ist richtig. Die Vernichtung der Unholde kann uns bei dem, was uns noch bevorsteht, nur von Nutzen sein. Nun hört gut zu, denn es gibt noch viel mehr zu tun. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Die bloße Anzahl von Unholden in Haragmar weist darauf hin, dass es dort nach Arithman gibt, abscheuliche Geisterbeschwörer im Dienste des dunklen Herrschers. In vergangenen Zeiten lebten sie im Hexenreich von Angmar, doch der Weiße Rat glaubte sie für immer besiegt. Das war zweifellos ein Irrtum. Nur die stärksten Arithmaren, die Arith-Fürsten, verfügen über die Macht, die Geister des Schattenreichs zu beschwören. Die Kriegssänger tragen das Siegel ihres Arith-Fürsten. Durchsucht die Ruinen im Osten von Haragmar, vernichtet diese Kreaturen und bringt mir ihre Siegel. Wir müssen erfahren, welche Arith-Fürsten diese Kreaturen dienen. Und dieses Wochenende ist... Ja, also ich glaube, heutzutage sehr viele Jobs, die jetzt nicht gerade draußen benötigt sind... gehen Homeoffice, oder? Spätestens seit Corona gab es, glaube ich, ein kleines Umdenken bei einigen. Wie gesagt, mein Kollege, seit Corona-Zeiten hat er auch Hälfte der Zeit, glaube ich, Homeoffice, so umgerechnet. Wobei der manchmal schon freiwillig in die Firma fährt, weil der dann, oder seine Arbeit nicht Firma, weil es ihm sonst so langweilig ist. Ja, okay. Kann man doch auch alles digital machen, oder? Arbeitet man wirklich noch so mit Akten? Also Akten und nicht digitalen Akten, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen heutzutage. Wobei, es ist deutsche Bürokratie. Ich kann mir alles vorstellen. Was müssen wir überhaupt machen? Liefert die Schätze... Achso, wir könnten mal hier hingehen, auch wenn es irgendwie nicht angezeigt wird. Da hinten sind doch irgendwie diese Quests zum Abgeben. Ja, okay. Ja, verstehe. Das wird schon. Wir leben im Homeoffice. Kollege von mir, der hat, warum auch immer, Vollzeitstelle auch. Der hat jeden Mittwoch seit 2 Jahren frei in seinem Plan. Mal hat er auch sich gewünscht, wegen der Kinder, die er hat und so, dass er dann den Mittwoch frei hat.
bliblablub, aber trotzdem, ey, wie geil ist denn das, nur 2 Tage jeweils am Stück zu arbeiten? Das muss auch richtig, richtig geil, Anführungszeichen, nicht entspannt, sondern regenerierend sein. Ja, das stimmt natürlich auch. Ach, boah, was ist denn das? Schneckmack. Ihr seid alles Schneckmacks für mich. Ja, dann ist der Plan morgen früh. Wenn ich aufstehe, werde ich wahrscheinlich dann so ein bisschen Foundry machen. Wenn ihr alle arbeitet, hehe. Dann war die auf Crash. Entweder mache ich dann vorher ein bisschen Herr der Ringe oder nicht. Und dann wird Dingenskirchens gepathfindert. Weil wenn ich so einen langen, schönen, freien Tag hab, Pathfinder ist ein Spiel, habe ich ja schon öfter gesagt, ne, nicht so wie Herr der Ringe. Das könnte ich jetzt eigentlich aufhören und nichts wird passieren. Aber Pathfinder so nur so 10 Minuten macht keinen Sinn. Guck mal hier, wie viel. Was benötigt ihr? Ja, diese Gegenstände sind wahrhaft ein wertvoller Fund. Wenn wir feststellen können, ob keiner dieser Gegenstände beschädigt oder verderbt ist, werden sie uns im Tausch mit den Händlern des Brelandes eine Menge Vorräte einbringen. Ich danke euch vielmals, Vater, Papa. Was benötigt ihr? Zu wissen, dass die Kreatur besiegt wurde, bringt einen Schimmer der Hoffnung in mein Herz. Ihr habt den Eglain am heutigen Tag einen großen Dienst erwiesen, Lost Papa, und ihr habt vieles getan, um dies zu verhindern. Verdienen! Oh, ich danke euch alles, was ihr auch weiterhin für meine Leute tun werdet. Du hattest heute frei, also frech. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dies kann keine einfache Aufgabe gewesen sein. Die Toten von Kreaturen, welche selbst in den mutigsten Herzen Furcht erwecken können. Wir erklären schulden euch sehr viel, Lost Papa. Ich biete euch dieses mickrige Geschenk für eure Mut. Das ist jetzt ein Witz. Ich soll Arit Mannsänger umbringen, oder wie die heißen. Dann sehe ich hier unten Moatik besiegt, beschworener Unhold und Arit Mann irgendwas. Ihr miesen Ficker. Hi, Kenter. Mai erst hier. Von unten nach oben, der Star auf dem Feld. Kisugi Tepai. Oh Gott, Tepai-Lied. Mein Beileid. Ah! Er trifft wie ein Held. Sein Ruhm ist ungezählt. Er suchte nach mehr in einem wilden Drang. Alkohol. Ey! Respektlos. Das ist bitter. Aber ey, umso weniger musst du am Samstag, Sonntag machen. Oh Gott, Ringe der Macht 2. Oh Gott. Ey, diese KI-Beats sind halt immer so geil. Sind halt echt so Ohrwürmer immer. Heute schon viel gelernt. Sehr gut. Samstag vielleicht Lichterfest. Wo ist denn das? Zurück auf das, was mal war. Ein Leben im Schein, doch innen so leer. Der Druck wurde schwer. So lang. Er suchte nach mehr in einem Leben.
Ach, hier ist der Typ, der auch die Dinger umbringt wie ich. Oh, da ist noch einer. Ach, die werden jetzt umgebracht. So, wo sind diese Schlachthelfer? Was ist er denn für einer? Kenn ich gar nicht. Waren wir tot? Ah ja, müssen wir ja sogar. So, den muss ich aber umbringen, den Arithmann hier. Ach, guck mal, ey, die ziehen mir gut Leben ab, die Schweine. Ach, die Scheiße. Die will ich direkt immer loswerden, diese dumme Drotze. Oha, neue Inhalte von Dortmund West. Warte, was? Achso, Dortmund West. Achso, das Lichterfest. Moment, das ist jetzt schon? Das ist aber nicht der Lichterweihnachtsmarkt, oder? Hättest du sonst 8 Stunden. Nee, du hattest 6, ne? War, hieß das nicht auch Lichterfest immer? Klar, ich könnte warten, bis er respawnt, aber ich könnte mal hier was gucken. Guck mal hier. Jetzt sind wir 47 von 50 schon und Prügelei immerhin schon 146. Wir haben zumindest verstanden, wie es geht. Ja, das meinte ich doch. Das ist das nächste Fest, was ich in Dortmund meinte, hatte eine große Bühne, wo immer abends Leute gespielt haben. Es war an diesem See, wo dann abends diese Teelichter logischerweise auf dem See gemacht worden sind. Ach du miese Schwein, hast du es nachgesehen? Genau diesen Gegner meinte ich, den Primo Wrack. Und es gab halt das geile Essen überall. Also ich habe das nie wieder danach gegessen, aber auf diesem Lichterfest vor einigen Jahren habe ich so einen geilen English Pie gegessen. War keinen großen, sondern wie so ein Muffin-Größe. Alter, so geil warm in dieses Fleisch und so und dann auch, boah, es war perfekt. Oh, okay. Ja, der Wichser war das. Er hat mich zum Ausrasten gebracht. Jetzt renne ich dem Dude hinterher, der hier all meine Gegner tötet. Level 41, du Arsch. Ja. Es spielen 5 Leute dieses Spiel. Und sie sind immer da, wo ich bin. Er springt jetzt hier runter. Das ist was, wie gesagt, da war auch eine Bühne. Da war es auch logischerweise überall Essen. Ja, okay. Das kommt hin. Aber es heißt beides Lichterfest, deswegen war ich jetzt so verwirrt. Aber dann meine ich wohl den am Frieden. Warte mal, kann ich mich hier hinstellen und kurz nachgucken? Vielleicht ist es ja wirklich da. Geh mir nicht auf den Sack, du altes Ding da. Arschloch. Ja, Mittelalter kommt gut hin. Ja. Ja, Mittelalter war das.
Stimmt, da gab's die Hälfte war... Ja, ich mein den hier. Stimmt. Etwa mit dem Mittelalter. Ja, das meinte ich. Das ist für mich der schönste Weihnachtsmarkt ever. Einfach nur wegen den English Pie. Es geht nichts über English Pie. Außerdem ist das echt geil, wenn der ganze See voller Lichter ist. Und ich will mein English Pie... Machen wir uns nichts vor. Scheiß auf Subway to Sally, scheiß auf... Wer auch immer da in Extremo, scheiß auf die alle. Ich will mein English Pie. Da bin ich anwesend. Ich sag's euch, Freunde, wenn ihr noch nie ein English Pie gegessen habt. Dann macht das. So, jetzt schauen wir mal, das haben wir gemacht. Wo kann ich denn alte Münzen sammeln? So ist denn der Quatsch. Aber wäre cool, wenn man da irgendwie draufklickt. Also, ja, ich kann hier draufklicken, ne, aber... Ich muss jetzt noch irgendwelche Münzen sammeln. Was ist denn das da? Lila. Irgendwas mit dem Züchter. Ach, züchtet, besiegt Arithman, sammelt Arithman-Segel, okay. Okay, dann folge ich mal diesem Ding. Ich will jetzt meinen English Pie. Krieg ich die von solchen eigentlich? Da steht da jetzt nichts bei, aber... Das ist ein Arithman, von wem soll ich sonst diese Scheißsegel bekommen? Naja, von denen anscheinend doch nicht. Ach, wir haben unseren Fuchs vergessen. Komm her, kleiner Fuchs. Der Fuchs ist schon niedlich. Okay, das juckt mich dann doch nicht so viel, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht. Er zeigt es da an, ne? Eigentlich geradeaus, aber muss ich da hoch? Ich weiß nicht, was er mit den... Lass mal draufklicken. Ah, wir müssen die Kriegssänger vor allem besiegen. Aha. Und besiegt Raikur. Ach, der ist da hinten. Okay, ich muss da eigentlich hoch und rein. Machen wir uns nichts vor. Glaube ich. Wie komme ich denn da hoch? Ach, scheiße. Warte, ich habe einen Kriegssänger anvisiert. Da ist doch einer. Die muss ich doch umhauen, ne? Jo. Komm her, du. Okay, ich bin zu blöd, diesen Weg da hoch zu finden. Hier muss es doch irgendwie eine Treppe oder so geben. Bin ich so doof? Nimm jetzt das Pferd, Arschlecken, dauert mir zu lang, wo ist es? 2 Tage nicht gespielt, da ist man schon verwirrt. Sei jetzt nicht, es geht einfach. Nee, ne? Ich finde den Weg da hoch nicht. Ich meine, da stehen überall Gegner und so. Da muss es einen verdammten Weg hochgeben.
Ich war da doch auch eben oben. Au, warte, hier ist der Weg. Ja, dauert jetzt alles ein bisschen länger, ne? Weil alle Gegner mich angreifen. Wir haben endlich levelmäßig aufgeholt. Also die Gegner haben levelmäßig aufgeholt. Ich kann nicht mehr so durch jeden Gegner durchrennen. Na ja, kommt her. Was soll ich machen? Ja, die Truhe nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, guck mal, und da ist ein Kriegssänger. Der muss die doch eh töten. So, was müssen wir denn noch machen? Ja, ich muss da rein, und da komme ich ja nur hier rüber rein, wenn ich es richtig verstehe. Ach Mann, ey. Warum machen mir denn die so viel Schaden? Was soll die Scheiße, Freunde? So, ihr lasst mich in Ruhe, oder? Was habe ich da jetzt gelernt? Wandfarbe Himmelblau. Toll. Den hiesigen Markt versauen. Was ist das? Ah, was soll's. Nehmen wir einfach. Brauchen wir nicht. Nehmen wir einfach. Habe ich Platz mehr im Inventar. Das ist auch so der einzige. Die sind alle grün, ne? Die greifen mich alle an. Kommt her, ihr dummen Ficker. Irgendwas geschafft. Tat verliehen. Achso, Unholde da umgehauen. Feind des Todes bin ich. Das ist richtig. Bei Safe Scam. Immer noch 47, Kacke. Tag. Man sollte die richtigen Gegner anvisiert haben. Moment mal, hier geht's gar nicht weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Fuck! Ich dachte, ich komme hier so rein. Wie kommt man hier rein?
das? Ich sehe das gerade nicht, weil ich gerade hier drücke. So ein Drückspecht. Ist das Pathfinder? Oder was ist das? Ich erkenne es leider nicht, ist so klein. Ja, dann kann wenigstens nicht so viel drankommen, wenn du schon in einem Monat schreibst. Was ist denn das? Schwäche durch Krankheit. Nix, akzeptiere ich nicht. Klingt episch. Geht's hier rein? Nee, hier war ich ja auch schon. Hä, wie geht's denn da rein? Ja, dann kann ja nicht so viel vorkommen. Habe ich doch gemacht. Ich habe auf 100% gestellt. Da warst du sogar noch dabei, oder? Oh mein Gott, ich weiß. Oh, bin ich doof. Ich war doch schon da, wo es weitergeht. Ja, hier war so ein Pass, ne? Und da war doch dann so eine Festung. Oh, bin ich doof. Ach, da bist du los. Oh. Hier war noch auch ein Dude, der so viele Quests hatte, die ich noch nicht machen wollte. Wahrscheinlich wegen Teleport habe ich es vergessen, hier hinzugehen dann. Was benötigt ihr? Gut gemacht, Thor's Papa. Ich hoffe nur, das reicht aus, um all das Böse aufzuheben, das hier geschehen ist. Vielleicht müssen wir noch stärkere Schütze auffahren. Meint ihr, ihr könnt euch einer größeren Herausforderung stellen? Achso, ich muss erst die anderen beiden Sachen machen, ne? Fürchtet ihr uns? Das solltet ihr nicht. Es gibt nichts, wovor ihr Angst haben müsstet. Wir sind schon zu lange in Mittelerde. Zu lange haben wir nicht die wohlverdiente Ruhe gefunden. Und dennoch verbleiben wir weiter hier, gefesselt von einer unbezahlten Schuld, einem unerfüllten Eid. Werdet ihr uns helfen? Dannhausen. Erstes Thema, das ich und die anderen Beziehungen, Kommunikation in kurzen Texten. Oh Gott. Welches Fach soll das denn sein? Deutsch? Klingt eher nach Literatur. Oder ist das Erziehung? Deutsch? Ach du Scheiße. Ach, dieses Kommunikationsmodell. Oh, hatten wir im Studium. Bullshit. Ja, man kann ja auch alles theorisieen. In Gas Agaven wühlen grausame Geister die Wasser von Agamor auf und nehmen Gestalt an. Viele von ihnen sind Geister von jenseits dieser Welt, sowie diejenigen, die die Unholde in Aufruhr versetzen. Aber die schlimmsten sind die verfluchten Geister sterblicher Menschen. Menschen von Numenor, die vor dem Fall Numenors an den Valar schweres Unrecht verübten und von den Valar selbst verflucht wurden. Ist das das erste Mal in dem Spiel, dass Valar gedroppt wird? Geil. Bitte uns helfen, die grausamen Mornen... Ich wollte erst Moore sagen, da darf man heutzutage nicht mehr, oder? Heute sagt man... Ach nee, Moment. Was ist denn das letzte Thema? Ah, von denen soll ich die Münzen sammeln. Ja, eigentlich nach links, ne? Da ist ja so einer. Komm ich da hin? Einmal außen rum? Polarkreis 18. Haben die nicht einen so einen großen Hit machen?
Allein, waren die das? Logischerweise dann, würde ich mal vermuten. Geht die Suche nach dem Ich lyrische Texte im thematischen Zusammenhang? Das muss nicht unbedingt dann eine Gesichtsanalyse sein. Wahrscheinlich ja, weil das ein Klassiker ist, aber muss nicht sein. Na, wahrscheinlich. War schon andere Mucke als damals, oder? So englisch und so düsterer? Oder ist das jetzt nur das Lied? Warte, es gibt noch eine zentrale Klausur? Dann wusste ich gar nicht, dass es noch eine gibt. Krass. Ja, klingt danach. Ah, okay. Bin schon wieder überfordert, wie ich hier hinkomme. Vielleicht da hinten durch und dann links. Oh, nice. Ist jetzt nicht das, was ich ohne Ende anhören würde, aber kann man mal machen. Alter, die haben... Okay, hier bin ich definitiv im falschen Gebiet. Okay, die hauen mich, glaube ich, nicht tot, aber die haben ein Leben. Wow. Geschichte jetzt komplett anders. Ja, die ändert sich fortwährend. Deswegen mache ich lieber Geschichte in der Unterstufe tatsächlich. Nicht wegen den Schülern, sondern je älter Geschichte, ne, desto mehr Spaß habe ich dran. Alles, was neuer ist, ist so viel Politik und so ein Scheiß, da habe ich keinen Bock. Aber ich muss jetzt hier echt mal aufpassen bei den Gegnern. Wie viel Leben wir die haben und so. Aber ich kann hier nicht mehr so reinlaufen wie so ein Idiot. Guck mal, wie viel Leben der zum Beispiel hat.
wenn da ich gegen drei davon kämpfen würde. Wie da hinten die. Ich komme trotzdem nicht nach links, ne? Geht's hier lang? Ey, ich bin noch irgendeinen falschen Weg. Menschenrechte. Warte, habe ich mit euch nicht auch Menschenrechte schon gemacht gehabt? Klasse 9. Da haben wir doch ein Projekt gehabt. Ach, guck mal. Aha, was muss man da machen? Bergmenschen und Dunländer töten, 150 Stück. Das ist sehr gut. Weil diese Fähigkeit, die wir da lernen, die schmeckt. Ist besser als so anderen Quatsch, den ich habe. Oh, warte mal. Ja, okay, die ist Quatsch, die mit den Wagen brauche ich nicht. So, verpflichtet und Ausgewogenheit der Menschen. Aber die Frage ist immer noch, verpflichtet aus. Wie lerne ich das hier? Die will ich unbedingt lernen. Entschuldigung, ich bin eine Sau. Und die würde ich auch gern lernen. Oder? Nee, doch nicht, die Scheiße. Siehste? Erinnere ich mich doch richtig. So, wie geht's jetzt über beiden? Ja, der hat jetzt nicht mehr so viel zu sagen, ne? Also, nicht mehr so lange was zu sagen. Ach, scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Geht hier ab, ey. Warum sind das alles Elite-Gegner? Geht um seinen Rücken. Warum nicht um Trump? Das wäre viel interessanteres Thema. Du kannst solche Parallelen ziehen zu anderen Sachen bei Trump. Trump ist lustig. Traurig, dass er der mächtigste Mann der Welt war und wer sein könnte. Aber er ist ein Meme-Gott. Ein wahrer Meme-Gott. Wo sollen denn diese scheiß Düsterwasser eigentlich sein? Das wird mir. Ach, da unten. Ah, ne, Moment, das ist sauberes Wasser. Düsterwasser ist grausame Geister. Ach, da hinten. Ja, bin ich in die falsche Richtung. Mal erst das andere. AfD. Idioten alle. Mürrischer Unhold, das bin ich. Ich suche die ganze Zeit diese verkackten. Okay, der Reykjavik muss da hinten stehen. Das ist der offizielle Name. Komm, wähl ihn an, du Idiot. Ja, töten wir einen nach dem anderen halt. Ah ja, tut mir leid, ey. 226. Nee. Müsste 25 sein, oder? Merkel ist doch nach 3 Jahren zurückgetreten. 21 waren noch Wahlen. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich meine auch 25. Etwa keine gerade Zahlen mehr, wegen 3 Jahre Merkel am Ende nur noch, meine ich. Ich weiß nicht, ob es Merkel... Doch, Merkel müsste das gewesen sein, die nach 3 Jahren war, ne? Schröder... Warte, Schröder hat da auch nicht die 4 Jahre. Einer von den beiden... Auf jeden Fall müsste es ungerade sein. Die letzte müsste 21 gewesen sein. Ist Bundestagswahl ab 18 erst? Ich dachte, die wäre ab 16 auch schon. Ich blick da nicht durch, was ab 16, was ab 18 ist. Das vergesse ich immer. Steht Reykjavik. Ich könnte mal anfangen, auch wieder was zu essen. Also hier im Spiel. Weil wir haben einen Gegner jetzt, die sind, naja, wir hauen die tot. Aber wir könnten uns natürlich auch mal wieder einen ordentlichen Vorteil machen. Da ist Reykjavik, der Einsiedler. Ach, nur EU ist, ne? EU und, nicht nur EU, Bürgermeisterwahl müsste auch ab 16 sein, oder? Ja, das kommt auch dazu. Das ändert sich nicht im Alter. Mit der geilen Argumentation, ich weiß sonst nicht, wen ich sehen soll. Die sind doch alle gleich doof. Die sind wenigstens die Alternativen. Vollidiot, ey. Den Bürgermeister? Keine Ahnung, ich kann ja zu Breckerfeld nicht viel sagen. Wobei, der hat ja jetzt das Stadtfest gemacht. Der hat bestimmt jetzt einen Stein im Brett. So, das hier, wo ist die Jan-Truhe? Hier, ne? Nee. Hier mit den Saphiren? Okay, nehmen wir die mit den Saphiren. Makellose Fälle könnte der gebrauchen. Könnte. Ich weiß nicht, ob. Poröse, guck mal. Ey, unser ganzes Scheißteil ist voll wegen, wie auch hier, wir finden so viele neue Daily-Abgabedinger. Das hat Jan schlau gemacht. Ich hab's vergessen. Es gab für eine Weile im Lotto-Shop mit den Lotto-Punkten, also hier Herr der Ringe-Punkte, mehr Inventar-Dinger kaufen. Und ich krieg ja jeden Monat, weil ich VIP bin, eh 500 Punkte. Ja, ich wollte die für die DLCs aufbewahren, aber bis ich dahin bin, habe ich die eh schon 10-mal gekauft. Plus, ich habe mir schon voll viele ja freigespielt. Ich hätte das, ich hätte mir Slots kaufen sollen. Es gibt eine Jugendorganisation für... Ja, klar. Die Höcke-Jugend. Ne, keine Ahnung, wie die heißen. Oh, ups. Hi. War mal kurz unser Horn getötet. Das war knapp irgendwie. Ich habe kaum Platz. Ich habe eben eigentlich alles verkauft, was ich nicht brauche. Lass mal eben gucken, wie viel Platz wir so haben, weil ich jetzt so viel neue Scheiße finde. Das ist eine Reihe. Scheiße ist das.
Was willst du gerne machen? Warte, was vorarbeiten? Ach so. Ich würde erstmal die Aufgaben machen, die du machen musst, wie Bio und so. Ich würde erstmal die Pflicht machen und dann kannst du, wenn du Spaß hast, immer noch vorarbeiten. Aber erst immer die Pflicht, dann das Vergnügen. Das ist meine Einstellung. Aber will natürlich nicht. Sonst würde es nicht Pflicht heißen, sondern Vergnügen. Deswegen stehe ich doch beispielsweise auch am Wochenende früh auf und korrigiere Klassenarbeiten, damit ich danach den Tag für mich habe. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Freunde. Ich verstehe es. Schon, aber ich könnte das nie wie manche Leute. Oh, Samstag erstmal in Ruhe frühstücken, dann irgendwo hinfahren, mit Freunden was machen und abends mache ich die Arbeit. Können die nicht. Ich würde wahnsinnig werden den Tag über. Ja, dann musst du jetzt Karikatur analysieren und Bio den Steckbrief machen. Ah, da. So einen suche ich, ne? Oh, shit. So, 5 von 10. Ich muss jetzt hier echt aufpassen, wenn ich nicht in 5 Millionen Gegner immer reinrenne. Wahnsinn. Ja, deswegen, manche Leute gibt's ja, die sowas können. Ich kann das nicht. Also, ich verstehe nicht, wie Leute... Also, klar, wenn du das so schreibst, ich kann's verstehen. Manche Leute können halt abends besser arbeiten. Es gibt ja auch Leute, die machen so Nachtschichten und so. Also jetzt nicht auf der Firma, sondern auch so zu Hause Nachtschichte und korrigieren dann lieber nachts oder abends. Weil die morgens halt Banane sind. Aber ich kann halt sowas nicht. Ich denke den ganzen Tag dann daran, oh, ich habe noch Arbeit, oh, ich habe noch Arbeit, ich kann den Tag gar nicht genießen. Deswegen mache ich das immer morgens. War auch so, als ich Hausaufgaben noch machte, also in den unteren Jahrgangsstufen. Ich habe die immer direkt nach der Schule gemacht und dann erst zu Kollegen oder so. Auch wenn die Hausaufgaben erst für 3 Tage später war. Immer am selben Tag direkt gemacht. Also es klappte bis Klasse 7, 2. Halbjahr und dann habe ich sie gar nicht mehr gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber andererseits, du musst die Arbeit irgendwann mal machen. Und ich hätte dann keinen Bock, am Samstag zu arbeiten, wenn ich die Hausaufgaben immer am selben Tag gemacht habe. Wie ich sie bekommen habe, dann A, waren die noch im Kopf, das Thema. Und B, habe ich dann nicht 5 verschiedene Aufgaben irgendwie am Wochenende, weil ich wollte das Wochenende für mich haben. Und man ist ja eh nicht jeden Tag unter der Woche da draußen oder so. Außerdem war das damals die Zeit von RTL 2. Wo den ganzen Tag Animes auf RTL 2 lief. Da habe ich im Grunde den ganzen Tag Animes geguckt und nebenbei dann Hausaufgaben gemacht. So. Als hier so Pokémon und sowas im Hype war. Die Älteren erinnern sich. Guck mal jetzt. Schon lange her die Zeit, ne? Ja, das ist... Aber guck mal, an solchen Tagen triffst du dich doch eh nicht mehr mit Freunden, oder? Ah, hier, ich soll ja 150 von diesen Menschen umbringen. Das machen wir, weil da kriegen wir einen coolen Fähigkeitsskill vor, ja. Aber machen wir jetzt nicht am Stück, aber wir töten jeden Menschen. Ihr gehört auch dazu? Nee. Nee. Der da gehört dazu. Die anderen nicht, die sind mir zu stark.
Ja, komm. Was halten die denn so viel aus? Hallo? Okay. Mein lieber Scholli. Das schmeckt nicht. Was aber schmeckt? Jetzt muss ich. Ich muss, glaube ich, wirklich so langsam mal. Wozu habe ich denn die ganze Scheiße? Wir nehmen mal das Hartgebackene damit. Das stimmt. Ich weiß nicht, hattet ihr das damals in Ösi Town auch? Den ganzen Tag Animes auf RTL 2 habt ihr? Oder hattet ihr einen anderen coolen Sender? Oh, guck mal, die linke Dings. Die hat ein Macht weniger, aber dafür mehr physische Beherrschung und ein bisschen mehr Rüstung. Wir finden jetzt sogar Items, die besser sind als das, was wir tragen so langsam. Lass mal tatsächlich vergleichen. Ein macht weniger, aber mehr physische. Wir gucken mal hier. Der Unterschied ist halt minimal, ne? Es ist fast dieselbe Rüstung in dem Sinne. Was bringt mir denn Macht mehr? Auch Heilung auf andere, das juckt mich doch nicht. Ich muss auch ein bisschen auf Beweglichkeit gehen. Ich glaube, mein Bild ist nicht so so smart. Ich müsste eigentlich Macht, Beweglichkeit und Vitalität. Wegen kritischer Treffer und physische Beherrschung, ne? Hä? Ach, scheiße. Da habe ich jetzt zu lange gewartet. Na, wir ziehen einfach durch. So, die Richtung müsste richtig sein. Ich muss ja da irgendwo hin wegen irgendwas. Das ist eine Scheiße. Ihr habt uns Tele 5. Tele 5 habe ich aber nur als kleines Kind gesehen. Tatsächlich. Sonst auch nicht. Und morgens, als ich im Ref war, da lief Digimon um 4 Uhr. Und ja, ich meine wirklich 4 Uhr. Da musste ich aufstehen im Ref. Weil ich über eine Stunde fahren musste. 4.30 Uhr oder so bin ich aufgestanden. Super, ne? Welche Quest ist da? Grausame Geister sind da. Da sind diese 30 Düsterwasser wohl. Oh Gott. Ah, fuck mal. Ich muss langsam reinkommen, mal wieder richtig zu kämpfen. Das war eine falsche Attacke. Aua. Eieieiei. Da muss ich 150 töten. Also. Ja, die sind Pisse einfach, die hauen wir weg. Weil da ist eine Truhe, die will ich. Nach 5.30 Uhr aufstehen. Oh.
Ey, das macht keinen Sinn. Also das macht auf gar keinen Fall Sinn. Wenn du das studierst, dann musst du halt wohl über übel umziehen. Also so viel Fahrt, da verschwendest du zu viel Zeit. Aus Eigenerfahrung. Das macht keinen Sinn. Also alles, was eine länger als eine Dreiviertelstunde Fahrt pro Strecke ist, ist eigentlich zu viel. Also mit dem Auto. Wenn du mit Bus und Zug, klar, eigentlich auch, aber wenn du jetzt Schüler bist, kannst du natürlich jetzt nicht umziehen, ne? Ist klar. Also du verschwendest meiner Meinung nach zu viel Zeit des Tages dann mit hin und her fahren. Kann schon wieder verticken. Kann schon wieder verticken. Rechts so die Richtung, ne? Ah, da ist wieder so ein Elite. Ich will nur die Bergmenschen sehen. Jetzt haben wir die 10 Münzen. Jetzt will ich mal. Bin ich immer noch bei 47? Das gibt's doch nicht. Ist es wieder buggt? Nee, hier bin ich immerhin schon bei 204. Okay, da ist eine Elite, aber die kann ich. Oh, das wird nicht einfach. Ich bin schon wieder... Nee, doch nicht. Das braucht Jan, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das will. Der Helm, wie gut ist er? Mhm. Nee, nicht wirklich. Wie lange hält das Essen noch? 2 Minuten. Bringt doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ach, guck mal, da stehen Leute mit Quests. Uiuiui. Ui, ui. Was kann ich für euch tun? Wenn ich die Eglain-Zeichen habe, kriege ich dann ganz tolle Sachen anscheinend. Toll. Hartim. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dann hat gesagt, dass ich in vergangenen Zeiten das Wasser. Bla 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 bla. Okay. Du hast Quest. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Die Menschen, welche innerhalb dieser Mauern leben, sind fehlgeleitet und verloren. So verloren, dass sie laut Radagast nicht mehr zu retten sind. Ihre Gräueltaten gegen die Natur sind so schwerwiegend, da es keine Vergebung mehr geben kann. Sie werden von einer Frau angeführt. Typisch, oder? Eine schreckliche Frau namens Temair, welche sie als Verbindung zur Roten Maid ansehen und deswegen als etwas Besonderes anstufen. Ich bitte euch, hinter dieser Mauern zu schreiten und diese Frau zu suchen. Tötet sie und beweist diesen fehlgeleiteten Menschen, dass sie ihren Glauben falsch ausgerichtet haben. Machen wir. Frauen verprügeln wir. Im Spiel, die böse sind, gerne. Im Spiel, die böse sind. Hört mich an. Ne?
Also. Ja, ich distanziere mich sonst von jedweder Gewalt gegenüber Menschen und Tieren und Frauen. Ah fuck, wie gut sind die denn? Ich dachte, das wären... Ich hab nicht hingeguckt. Gnade! Ich bin nur ein armer... Wie soll ich die denn hier tot machen? Bruder, wo bin ich hier? Ich wurde aus dem Leben getötet. Die haben mich weggefickt. Die haben mich komplett aus dem Leben gefickt. Ich habe entweder einen komplett kaputten Bild. Oder ich bin am Arsch. Wie soll ich denn 30 von denen töten? Okay, ich spiele auf Furchtlos 3. Oder ich spiele auf Schwierigkeit 3 Furchtlos. Die Gegner sind also eh stärker. Wenn ich den Schwierigkeitsgrad runterschrauben würde, wären die easy, aber meine ich. Wir stellen uns smart an, weil wir smarte Boys sind. Wir locken. Okay, hat nicht geklappt. Wir sind am Arsch. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo sind wir rausgekommen? Am Arsch. Aber irgendwie muss ich diese Quest doch hinkriegen können. Ein Level-Up bringt mir auch nichts, weil ich nicht bis dahin Level-Up kriege. Jetzt fresse ich hier diesen letzten Keks, ist mir egal. Habe ich irgendeine Scheiße, die... Also... Ich gebe erstmal die Quest ab. Vielleicht sagt Radagast ja, Kollege, geh da hinten hin und töte 5 Unholde oder irgendwie so eine Scheiße. Nicht, dass ich sonst wieder doppelt und dreifach mache. Die haben mich aus dem Leben gebumst. Soll ich mir vielleicht doch mal ein Bild ansehen? Vielleicht ist die ganze Zeit auf Macht gehen bei den Items ein Fehler gewesen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich einen Fehler mache, oder? Ich weiß nicht, wie das andere heißt. Was heißt Beweglichkeit auf Englisch? Aber mir fallen da ein paar Wörter ein, aber das ist nicht das, wie das ein Attribut Beweglichkeit beschrieben ist. Ja, dein Chibuya schiebt den in sein Arschloch. Beweglichkeit. Agility, genau. Movability. Das war tatsächlich der Begriff Movability oder irgendwie sowas, was mir im Kopf kam, aber Agility meinte ich. Okay, er sagt mir, Agility und Fate sind eigentlich Quatsch. Vor 6 Jahren, okay, das bringt mir nicht viel. Da gab es inzwischen 500 Millionen Updates. Okay, bringt mir alles nix. Ja, das vielleicht eher.
Ja, da so baue ich ja auch im Endeffekt. Aber dann hätte ich, dann kriege ich auch alleine hin. Critical, warte, Stats Goals. Critical Rating, Physical Mastering, Finesse, Tactical Vitality. Hier ist nichts von Might. Das bringt mir auch nichts, Dead Goals. Klar, Critical Rating, ja, aber. Das bringt mir ja gar nichts. Warte mal, lass mal übersetzen. Valor. Wit, Confidence, Zeal, Determination. Ich hab viel erzählt schon in Fragmenten, aber heute setz ich alle meine Leichen aus dem Keller um den Tisch. Nach der letzten Zeile von dem Song hier kannst du sagen, diese schnell durchgerappten paar Minuten, das bin ich. Ich hab die Spuren all der Jahre im Gesicht. In meinem Innern gab es immer viele Sorgen und kein Tapferkeit. Licht. Doch ich hatte auch die Stimme in meinem Kopf, die zu mir spricht. Alle wollen dich brechen, aber schaffen werden sie es nicht. Ich bin geboren in einer Straße voller kleiner grauer Häuser, voller Verstand. Menschen mit einem kleinen Horizont, die ihre Autos waschen, ihre Frauen hassen, ihren Rasen mähen, eigentlich auch sonst sind das einfach stinknormale Bürger, die Steuern zahlen, sie trinken am Abend dann ihr wohlverdientes Bier, halten ihre Schnauze außer höchstens, wenn zu Hause ihre Kinder randalieren und dann setzen sie Entschlossenheit, was dafür. Eifer haben wir, Verstand, Gefühlen, Tapferkeit, guck mal, wir haben die fünf Dinger drin tatsächlich. Schon ihre Eltern zeigten ihnen ihre Liebe, denn die sahen die Ruinen aus dem Krieg für immer brennen. Ich sah die Panzer von der US Army in New York, sah die langen Cadillacs, die Chevys und die Jeeps. Ich war in den Barracks und wir feiern Halloween. Sah den schwarzen Lord das erste Mal bei Andrew im TV. Fuhr mit meinem BMX und sah viele strange Sachen. Ich kenne die Klatsche von den großen Mann, die brennen in meinem Nacken. Die sind größer und stärker. Sag, was soll ich machen? Ich bin nur 5 Jahre alt und ich glaube noch an Drachen. Papa sagt, ich bin ein Schwächling und ein Feigling, er hat recht. Und 30 Jahre später schreibe ich Therapeuten Checks. Bin auf einem Auge blind und ich werde operiert. Alleine auf dem Hof, versteck mich hinter Papier. Lest die Bücher zu Hause und danach die Bücherei, flieh zu Isaac, Asimov, Jules Verne und Karl May. Die meisten Jahre meiner Kindheit fühlte ich mich allein, hab Angst vor meinen Träumen, darum schlafe ich schlecht ein. Na guck mal, in Moria weinen, ich soll zu Geld gehen. Ist mir egal. Nur ein Opfer in Berlin. Währenddessen raucht mein Opa 40 Kippen, jeden Tag ist immer nur am Trinken und der drückt sich abends. Ich zieh Redline durch. Bilder ihn verfolgen von Gedärmen, wie sie quellen aus den Bäuchen von Soldaten, die noch eigentlich Jungen sind. Und er ist nur am Zittern an den Armen, doch ist Arzt und er glaubt, dass am Ende dann sein Führer noch gewinnt. Ein richtiger Verbrecher, nur in echt ist das okay. Ein bisschen glamourös. Alle sagen gelb. Dann am Ende nicht scheiße. Erlöst. Denn für ihn ging ich es nur ich immer ein Gelb-Bild, oder? Die meisten werden wohl Ärzte, um die Schmerzen zu beenden. Andere machen Millionen mit den Herzmedikamenten. Fliegen ich nur noch erste genug Klasse, Punkte. Aber sind die letzten Menschen. Sie enden als Asche in einem Milchkarton aus Pappe. Währenddessen werde ich Jugendlicher und häng nur noch draußen rum. Der größte Idiot, den du kennst, ich war genauso dumm. Meine Mama nähte mir ein Sweater Oversize. Denn sie hatte keine Kohle für einen Kalkenei. Sie hatte keine Kohle für die Jordan-Sneaker. Die tiefgefrorene von Aldi war nicht Call of Pizza. Kinder sind kleine Wichser und sie meiden dich, wenn der Beruf von deinen Eltern nicht der gleiche ist. Als die Mauer fällt, öffnet sich eine neue Welt. In Ruinen, wo wir spielen, wenn wir langsam zu uns selbst. Tragen einen eigenen Stil, wie die Navy Seals. Immer auf Mission, immer 100% real. Wir sind noch keine Männer, doch wir sind doch keine Jungs. Der Richter ist sich sicher, was ihr macht, ist keine Kunst. Die Stadt hält einen Jungen, aber macht gleichzeitig alt. Mit 13 hatte ich das erste Messer an meinem Hals. Darum trug ich eine Gecko, eine Seite. Ja, nicht die gute Redline, leider. Ich hatte, waren für Faustkämpfe zu schwach. Aber die Arabs tragen Messer und sie stechen zu wie Wespen. Einer trifft mich in meinen Bauch in der Nacht. Erst wird es nur warm, aber irgendwann kommt der Schmerz. Und mit dem Schmerz die Panik, die man hat bei so viel Blut. Heute habe ich Narben, die ich trage wie Tattoos. Hier weil ich nichts Arisch hatte in meiner Jugend, nur ein Ruf. Weil wir alleine schwächer waren, hingen wir in Crews. Immer irgendein Gangbanger, der mich gerade sucht. Vor den Großfamilien war man besser auf der Hut. Wenn sie kommen, dann verschwinde ich wie Houdini mit deinem Puff. Denn jeder kennt die Stories und die Namen, ich weiß viele genau. 20 Jahre vor dem pseudoschlauen Spiegel TV denken die, die gewinnen einen Pulitzer-Preis. Mit was in Berlin, jeder Jugendliche weiß. Sitzen am Bahnhof mit einer Flasche Jim Beam. Ein Banger gibt allen Schellen, darum hassen wir ihn. Und mein Kumpel haben sie auch mal ins Koma gehauen. Darum sind wir voller Paras hier und ohne Vertrauen. Es ist Silvester und wir schießen unsere Vogelschreck aus Polen in den Himmel über uns, denn dahin wollen wir nach oben. Und die Hälfte meiner Freunde geht zugrunde an den Drogen oder tickt sie irgendwann selber, bis sie enden auf dem Boden. Und der Stiefel von den LKA-Beamten ihr Gesicht kickt, weil Vater Staat dein Krypto-Handy observiert und dich fickt. Der Staat killt nur dein Business, wenn er nicht dran mitmischt. Du brauchst nicht meine Brille, um zu sehen, was meine Sicht ist.
Meine Freunde sind ein bunter Querschnitt von einer Gesellschaft, die durchwachsen ist und alles ist dabei. Manche machen Abi, manche haben Geld von Papi, manche ticken Weed im großen Stil und gehen paar Jahre rein. Manche haben keine Skrupel, die studieren BWL. Manche studieren nicht, doch werden genauso kriminell. Manche gönnen sich 2 Jahre und sie reisen um die Welt, nehmen Trips auf ihrem Trip und sind danach erhellt. Ich selber bin verzweifelt, es wird die ganze Welt oder nix. Fick das System, aber bitte nicht mein Mac OS X. Meine Freunde und ich, wir haben keinen gehabt. Nur die North Face Jacke für die eisige Nacht. Und die Kälte, die blieb tief in uns drin. Wir suchen einen Vater und wir suchen einen Sinn. Wir sind nur paar Jungs, reißverschlossen zum Kinn. Wollen Weiber ficken, doch sie ficken uns und verschwinden. Jedes Herz gebrochen und es riecht nach Zigaretten. Die Illusion verloren und uns kann niemand retten. Suchen etwas, das uns Halt gibt. Irgendetwas festen, wollen uns daran binden. Darum kaufen wir uns Ketten. Okay, ich habe ein 5-Minuten-Limit drin, also mehr als 5 Minuten mache ich nicht. Diese Siegel tragen das Zeichen der von Ivar Bluthand. Er ist ein mächtiger Fürst der Arithman und eine gefährliche und abscheuliche Kreatur. Er ist es, der hinter der Verderbtheit des Rotsumpfes steckt. Warum entfernt sich eine Kreatur von Ivar so weit von Angmar? Vielleicht geht es um Macht, aber was genau sucht er hier? Achso, ich muss mir so einen Scheiß aussuchen noch. Zweihändige Axt ist mir egal, die Schuhe sind schlechter als meine, was gibt mehr Geld? Die Axt. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ja, hast du immer. Dieses Land hat in der Vergangenheit schon viele Schlachten gesehen. Manche sagen, dass der Sumpf seinen Namen vom Blut der Gefallenen hat, das die Erde tränkte. Aber mein Wissen über die Geschichte des Sumpfes ist begrenzt. Ich habe von einem Mann namens Arik gehört, einem Weisen der Iglaen. Er ist ein Steinsprecher, ein Gelehrter, der die Steine studiert und Erkenntnis aus ihren Markierungen gewinnt. Arik kennt sich mit den einheimischen Überlieferungen aus. Begebt euch zu ihm, bittet ihm um Hilfe. Zurzeit lebt er südlich von hier, jenseits von Talas Gaun, unten in Harlock. Vielleicht können wir von ihm erfahren, was wir wissen wollen. Wo lebt der Bruder? Es wird mir noch niemals angezeigt. Ich sehe es nicht. Ungelogen, ich sehe es nicht. Ist das hier? Nö. Bruder? Ah, da oben! Das ist doch hier. Da! Muss irgendwo hier unten sein. Da! Boah, wer soll das denn bitte sehen, welcher fette Hurensohn? Also ich... meine ich mich damit, aber meine Fresse, das ist doch nicht zu sehen. Okay, pass auf, ich guck jetzt mal levelmäßig, wo die Quest mich hinführen, weil, ganz ehrlich, guck mal hier, dann lass doch hier die Level 27er Quest und so machen. Weil die Quest mit diesen düster Pissern da, die reißen mir so die Eier auf gerade. Na guck, das ist Level 34. Ich mach's nochmal hier rein, aber damit ich sie nicht vergesse. Ja, hier, die sind Level... Ach, guck doch mal! Das sind Dingensquest. Gefährtenaufgaben. Gefährtenaufgaben heißt, die soll man eh nicht so alleine machen, weil man den Arsch aufgerissen bekommt. Ist mir gar nicht aufgefallen eben. Level 32. Guck, dann mache ich erstmal die anderen Quests und ignoriere das da oben. Da krieg ich den Arsch aufgerissen. Entweder brauche ich Doodlewin oder wir müssen noch ein bisschen leveln. Und ich meine, wir sind auch schon 5, 6 Level über der Quest und wir werden halt gewone-shottet. Nicht gewone-shottet, aber wir werden kaputt gehauen. Checken wir mal nach, wann war denn Doodle das letzte Mal online? Komm ey. Doodle! Doodle? Doodle. Der wievielte ist heute? Ist heute der 29. Hallo, zeig mal an. 9 Uhr irgendwas anscheinend. 9 Uhr, genau. Was ein Arsch. So, dann lass mal jetzt smart überlegen. Guck mal, der hat eine Quest für uns.
Der Steinsprecher. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Dort gibt es einen Mann, mit dem ihr sprechen solltet. Sein Name ist Arik, aber wir nennen ihn auch Steinsprecher. Er ist ein weiser Mann der Eglaine. Momentan hält er an einem Ort Wache, der von den verfluchten Schatten der Menschen bewohnt wird. Ihr könnt von Arik und den toten Männern von Harlock viel lernen. Findet Arik, indem ihr über die große Oststraße nach Süden bis jenseits von Talasgaun reitet. Begebt euch nach Harlock, möglichst weit in die Sümpfe im Süden. Dort werdet ihr den Steinsprecher in den uralten Ruinen finden. Der Schatten dort haben nichts mit den Geistern aus Kindermärchen zu tun. Sie scheinen keine bösen Absichten zu verfolgen. Ja, guck, ey, jetzt... Die Quest führt uns nämlich eigentlich hier so lang, ne? Und ich bin jetzt aber so lang gegangen und mir wurde hier richtig... Also ich sag mal so, ne? Leute würden dafür bezahlen, was die Geister mit mir da angetan haben. Und auf die unschöne Art und Weise. Ja, da, wo ich dann später bei Twitter MeToo schreiben würde. Ja, die haben mich ja aus dem Leben gevögelt. Das war ja nicht mehr feierlich. Kennen Sie hier jemanden mit Chloroplasten aus? Ja, ich. Immer noch. 1 LK Bio. Chloroplasten sind doch Einzeller, oder? Müsste ich jetzt mir nochmal anschauen, jetzt alles genau. Müsste ich mir nochmal alles anschauen. Mittlere, was brauchen wir? 3 von diesen Aufzeichnungen, das kriegen wir hin. Nee, Chloroplasten, Photosynthese, glaube ich nicht. Oder? An Chloroplasten nicht Einzeller, wie zum Beispiel ein Geißelzellchen? Doch, ups. Ja, ja. Wie gesagt... Ich war eher der Evolution-Ökologie-Typ. Einzeller, Genetik und so, da war ich eher raus. Aber eins ist eins. Was zur Hölle? Ach, hi, Bob. Zwei Zeilen nur, das ist so scheiße. Dann gehen wir jetzt zu den einfachen Quests, wo mir nicht der Arsch aufgerissen wird. Die können wir noch abgeben. Dann haben wir die auch erledigt. 19. Evolution, da kann ich dir helfen. Das habe ich auch studiert. Und da hatte ich im Studium auch eine 1. Da war ich sogar, ich glaube bei der Evolutionsarbeit war ich einer der 3 Besten. Alles andere habe ich verkackt. Ah ne, Bio war ich auch noch gut. Ich überlege mir eh, ob ich einen Zertikurs mache. Entweder Bio dann. Oder wenn es das gibt, einen Zertikurs Hauswirtschaft. Das ist das chilligste Fach ever. Du lässt die in der Mittagspause einkaufen, dann wird gekocht, dann wird eine halbe Stunde gegessen und jeder kriegt eine 1 oder 2. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Zertikurs Hauswirtschaft.
two by two, she call the bird, the ox with the kangaroo, and they call and jump back to Helm and Shan. Wenn ich mein Haus, wenn ich mein Bio komme. He raised his hands to heaven hold high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain he troubled the sea, hit the wind. Was benötigt ihr? Ihr seid unter den Englen bereits eine Legende, ja, weil mich diese Geister one-shotten. Ich bin von euren Fähigkeiten begeistert, also bitte nehmt dies als Zeichen meines Danks. Ach, die Gegenstände sind scheiße. Oh, scheiße. 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 Scheiße, was gibt am meisten Geld? 5,68? Ja, yeah, 5,68. Gut gemacht. Warum belästigt ihr mich? Wie, warum belästigt ihr mich? Ich danke euch dafür. Jetzt kann ich etwas ruhiger schlafen, aber es bleibt noch viel zu tun. Diese Münzen werden euch dabei helfen, unsere Leute über den Winter zu bringen. Nee, auch dabei helfen. Denn die Menschen in Bree wissen sie vermutlich zu schätzen. Nun, ich habe da noch weitere Aufgaben für euch. Aber weniger Macht und so und Vitalität. Also die Werte, die ich da in meinen derzeitigen Sachen drin habe, die mir der Dudeligste da gemacht hat, die sind halt geil. Ja, mehr Aufgaben gibst du mir nicht, ne? Weil ich erst hier die beenden muss, wahrscheinlich hier diese andere da, wo ich aufs Maul krieg. Oh, sowas macht ihr? Mit Eltern? Das ist ja schön. Das ist lieb. Ich hoffe, war eine schöne Veranstaltung. Wie ich da jetzt den Quatsch mache. Geh ein paar Schweine umbringen. Aber bei uns Verabschiedung im Kollegium ist, die Person sagt am letzten Tag Tschüss, es gibt ein paar warme Worte und Goodbye. Ende. Stimmt, da musst du dich auch mal dran machen. Du hast gesagt, vor den Herbstferien musst du noch ein Praktikum machen, ne? Ah ja, ja, mach dir doch mal eine To-Do-Liste. Vielleicht hilft das ja mal. Dann vergisst du auch sowas vielleicht nicht. Stabiler Langzahn. Bester Gegner. Stabiler Dude. Oh, was wird da auch mal richtig mit zwei Lehrern? Da war ich aber noch nicht da, oder? Oh, das ist cool dann. Das muss vor meiner Zeit aber dann gewesen sein. Siehst du? Warte mal, den muss ich gar nicht umbringen. Ich muss die schon wieder. Ich hab schon alles. Dann bringen wir die mal eben zurück, die Quester. Bevor der mir halt eine neue gibt, geh nach da unten hin und mach dies und das. Direkt mal abgeben. Wie weit man Lügen spinnen kann. Was ist denn jetzt los? Was für Lügen? Was ist los, Bob? Da war ich Fünfte. Ne, da war ich noch nicht da. Gut vorbereitet. Was kann die ich Mägen werden tun? Gesäubert und das Fleisch wird getrocknet und gesalzen. Dann werde ich unsere Wasserfässer füllen und mein Volk nähren können. Hab vielen Dank. Der Ringe ist scheiße. Ja, nimm mir das. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, nicht. Wo muss ich in die andere Quest abgeben? Auch da hinten? Ja, okay. Komm her, Friederik. Wo ist die Burg? Da hinten noch, leck mich doch.
Komm, Koramond. Willst du mir helfen? Macht keinen Sinn, den Dudelblicksten jetzt eine Nachricht zu schreiben. Weil wenn er on ist, dann würde ich ihn ja eh anschreiben, weil wir sind dann automatisch Gefährtengruppe wegen der Quest. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihm halt hier einen Brief schreibe. Ey, Dudelixter, ich brauche Hilfe bei 2 Quests. Muss ich einfach anscheinend mal um 9 Uhr unter der Woche on sein. Also morgen. Ich grüße euch. Ja, die sehen gut aus. Damit können wir unsere Speicher rechtzeitig füllen und uns von einigen behandelten Fleischstücken trennen. Und die Pelze werden zeigen, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Wir haben die Gabe schon vorbereitet, müssen aber unser Lager auffüllen, bevor wir den nächsten Schritt können. Scheißring. Scheiß Schuhe. Das gibt mehr Geld. So. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Siehste, das meinte ich. Na, jetzt kriege ich hier eine Quest wahrscheinlich, wo ich hier hin muss. Wäre ich erst hier unten hingegangen, dann ne, doppelt und dreifach Wege. Wir haben aus den Wagen Pökelfleisch und Felle gemacht. Wir möchten diese Dinge den Kreaturen in der Hoffnung anbieten, dass sie sich nicht feindselig verhalten. Ich bitte euch, vorsichtig zu sein, denn es könnte sehr gefährlich werden. Wir wissen nicht, was das für Kreaturen sind, aber es sind keine Trolle. Sucht im Süden der großen Oststraße, etwas südöstlich von hier, in der Nähe von Klaffsteine. Dort müsstet ihr ein kleines Lager dieser Kreaturen finden. Macht ihren Anführer ausfindig und bietet ihnen in unserem Namen die mitgebrachten Gaben. Ja, siehst du, hier muss ich jetzt nämlich hier hin. Da werde ich totgehauen nur. Warte mal kurz. Sauberes Wasser. Moment mal. Grausame Geister. Die ist klar. Die ist da unten. Der ist da unten. Ach, das Friedensangebot ist da vorne. Aha. Aha. Habe ich nämlich nicht ge... Boah, man sieht es kaum. Ich weiß nicht, wie es im Stream ist. Aber dieses Ding... Ach. Du brauchst halt Augen wie ein Luchs. Viel Spaß dir, Tori. Wird schon. Lies ihn was vor oder so. Das ist immer gut. Oder, ja, was Crash sagt. Gewalt ist immer eine Lösung. Spaß. Ausgedacht, dann nimm doch eigentlich eine Geschichte, die echt ist und sag einfach, die ist ausgedacht. Wissen die ja nicht. Hehe. Erzähl ihnen die Geschichte von... Oh, jetzt mach ich Werbung. Pass auf, jetzt kommt der 10 von 10 Brain Move. Erzähl ihnen doch die Geschichte von dieser Abenteuergruppe, wo die Kapitel von einem netten Spielleiter zusammengefasst sind. Und wenn du bei Session 89 angekommen bist, bist du auf aktuellen Stand und dann gibt's neue Geschichten. Gute Alte. Erzähl ihnen die Geschichte des berühmten Helden.
Gelb-Geldsack. Oder Blutfried Finsterkeil, Rippenbruder. Können ja mal dreimal raten, wer diese Namen Gelb-Geldsack und Blutfried Finsterkeil, wer von den bekannten Freunden von mir diesen Charakter gespielt hat. Jeweils. Oder warte, der aktuelle Charakter war Rose Dorngreul. Wer kommt wohl auf solche Namen? Derselbe Mann, der auch auf Dudelwind kommt. Was sind denn das für welche? Die sehen so ein bisschen aus wie die Leute am Hagen Hauptbahnhof. Es fehlt nur noch das Koks. Hm. Trägst du Worte des Friedens in dir? Digga, wie kann er laufen mit solchen Hörnern? Ciao, Tori. Was ist das, Winzling? Es riecht nach Fleisch und Pelzen. Ein Geschenk für die Jorfkin, sagt ihr. Habe ich die nicht schon 500 Mal totgehauen, diese Leute? Kekkonen nimmt es an, Winzling. Doch können wir nichts als Gegenleistung geben. Gib mir eine Anderen können wir erst dann helfen, wenn wir unsere eigenen Schwierigkeiten überwunden haben. Wir wurden aus unserer Heimat verjagt und müssen einen Ort finden, der sicher ist. Trägst du Worte des Friedens in dir? Ich bin friedlicher Dude. Unsere Vergangenheit hat uns aus unserer Heimat im Norden und Osten vertrieben. Wir flohen, als die Dunkelheit um uns wuchs und kamen an diesen Ort, um Frieden zu finden. Aber wir werden keinen Frieden finden, solange der Feind uns nach Süden folgt. Wir bleiben jetzt hier, weit, weit weg von den Wäldern und Sümpfen. Damit Sonne uns vor der Dunkelheit schützen kann. Nachts streichen die Trolle durch die Gegend. Wenn wir uns der Dunkelheit stellen und sie besiegen können, könnten wir vielleicht Freunde unter diejenigen gewinnen, die dem Schatten des Bösen nicht unterliegen wollen. Ihr habt dem Stamm geholfen, der unsere Freundschaft wünscht. Vielleicht könnt ihr auch den Jorskin helfen. Würdet ihr für uns gegen die Trolle kämpfen und sie vertreiben? Sie verstecken sich im Sumpf weit Süden und Osten von hier an einem Ort, den die Elben Harlock nennen. Ihr seid so winzig, aber das solltet ihr meistern können. Du hast noch eine, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das geht noch. Wirst du dir anhören, was mich bewegt? Klar, Dude. Du sprichst besser Deutsch als ihr alle. Wir haben unsere Heime in den Hügeln und Steinhöhlen des Nordens verlassen, als die Trolle einkehrten und das Land zurückeroberten. In unserer Hast hätten wir leicht den Anführer ihres Stammes übersehen können, aber wir waren vorsichtig genug, um seinen Namen zu erhaschen und zu erfahren, wie er aussieht. Er ist groß und dick an den Beinen, mit dem Blick eines Kriegers und der Stärke von vielen. Sie nennen ihn Galrib und er ist der Anführer der Trolle von Harlock. Was für ein Segen es doch wäre, wenn ihn jemand aus dem Weg räumen würde. Es wäre ein Segen, der für andauernden Frieden sorgen könnte. Er streunt vermutlich durch die Sümpfe des Südens. Es wird schwer sein, ihn auszumachen, da er sich zwischen den Bäumen und seinen Brüdern verstecken will. Was hast du denn noch? Sei gegrüßt. Ja, ich grüße dich auch. In unserem Zuhause nordwärts pflegten wir die Geschichten auf Steinen niederzuschreiben. Klingt ein bisschen anstrengend, ich würde Papier nehmen. Als die Trolle kamen, haben wir unsere Zuhause und unsere Schriften hinter uns gelassen und nun fehlen uns die Erinnerungen an unsere Vorfahren. Die Trolle durchkämmen nun unser altes Zuhause und stehlen diese Geschichten. Wir wissen nicht, warum sie es tun, aber sie tragen nun unsere Geschichte mit sich herum. Werdet ihr im Schatten des Waldes am östlichen Rand von Harlock nach ihnen suchen? Holt ihr unsere Geschichte zurück und bringt sie uns wieder? Aber selbstverständlich, ich bin guter. Das darf man nicht vergessen. Ich bin guter. Immer noch 47. Ich komme hier nicht höher. Das war doch erbarmungsloser Schlag, ne? Ja, mach ich die ganze Zeit. Sind hier noch irgendwelche Quests? Nö, ne? Okay, wohin muss ich denn jetzt? Pass auf, da mache ich einen Abstecher erstmal hier hin. Hol das Wasser für den. Red mit Bilbo Boffin Bondur da. Bingo Boffin, der alte Halunke. Wo ist die Straße? Ah ja, da. Dann reden wir erst mit Bingo, dann mache ich das mit dem Wasser, ne? Ja, sonst muss ich wieder dahin und dann extra dahin. So ist schneller. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Er weiß es nicht. Nein, und mit einem Level-Up werde ich auch nicht magisch auf einmal die One-Shotten.
Oh Gott, das ist ja voll weit. Also, ich weiß nicht, wie groß WoW inzwischen ist, ey, aber das ist echt riesig hier. Ich glaube, in WoW kannst du auch so auf Drachen inzwischen reiten, dass du so ganz schnell fliegen kannst. Ne? Sowas gibt's ja hier nicht. So, Bilgo, du alten... Ach, guck mal, hier ist eine Schnellreise. Aktivieren wir doch mal. Wäre dumm, wenn nicht, ne? Die Quest aktiviere ich aber mal nicht. Seid gegrüßt. Welches es Level ist mir eine die? Freude, euch zu sehen. Hört meine guck, Worte. Level 35 ignorieren wir. Die Brücke ist quasi nächstes Gebiet. Aber den nehmen wir mit, weil wir die Quest sollten haben. Einen guten Rastplatz für die Nacht suchen. Das war eine ganz schön knappe Wanderung. Meine Beine schmerzen. Ganz schön lange Wanderung. Wie komme ich auf knappe? Bin ich Schalker im Herzen? Auf meiner Karte wirken die Entfernungen gar nicht so groß, aber es ist ein ganz schöner Unterschied, ob man Land als winziges Bildchen betrachtet oder Schritt für Schritt durchwandert. Wir sollten uns nach einem guten Rastplatz für die Nacht umsehen, Slothbata. Sprecht mit mir, dann suchen wir eine Lagerstätte abseits der Straße. Lasst uns eine Ordnung. Stelle suchen, an der wir unser Nachtlager okay. aufschlagen können. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, wir landen dann hier wieder bei der Brücke, sonst habe ich ein Problem. Die Reise verlief bisher schon sehr anstrengend und Bingo ist bereit, in der Wildnis der Trollhöhen das Nachtlager aufzuschlagen. Bingo Boffin ist echt meine Lieblingsquestreihe hier. Ich lieb den kleinen Stinker. Es wird langsam dunkel. Ich suche uns einen guten Platz für ein Lagerfeuer und ihr sucht etwa Zunder. Auch von mir aus. Der Sack hat gar nichts gemacht, sondern seine Hobbit-Eier gerade geschaukelt. Dann komm mal her, Bingo, du alten Boffin. Setzt euch doch. Wir sind jetzt vielleicht Abenteurer, hast du das, Papa, aber das ist kein Grund, die ganze Zeit zu stehen. Pause bedeutet Pause und die haben wir uns redlich verdient, meint ihr nicht? Wir haben heute einiges an Weg geschafft. Nun erwarten uns die Trollhöhlen. Oh, guck mal, jetzt wird mir das. Jetzt muss ich selber Sätzen machen. Unbekannter Befehl. Sitz. Ich mich verschrieben? Okay, er labert mich eh voll. Ich will mich einfach nur hinsetzen. Ich darf mich nicht sitzen. Ja, gute Nacht. Ich bin, ja, schlaf ruhig. Ich weiß nicht, wie man schlafen kann. Eine Leichenrad. Was? Fuck, es kommen überall Mäuse. Die Mäuse wollen wir nicht. Wo ist mein Wolf? Lass den armen Bingo in Ruhe.
denn das? Solche habe ich. Akzeptiere ich nicht. Oh Gott, was ist das denn? Ein fetter Fettsack. Das jetzt kommen hier Ratten oder so, ne? Dann kommt auf eure auf einmal eine fette Sau. Bingo zieht durch. Bingo zieht einfach durch. Ich kenne auch jemanden, der einfach durchzieht. Also. Bingo, langsam reicht, ne, mit dem Schlafen. Oh Gott. Die Fackel ist erloschen. Was für eine Fackel. Scheiße. Oh Gott. Endlich geht die Sonne auf. Endlich. Ah, ich habe mich bestens erholt und hatte einen wunderbaren Traum. Er hat mich an meine Jugend erinnert, als der Duft des Frühstücks in mein Schlafzimmer zog. Du Arschloch, ey, jetzt habe ich den auch in der Nase. Ich hörte viele Leute vor meiner Tür und das Geklapper von Töpfen und Pfannen aus der Küche. Hattet ihr auch schöne Träume? Es ist wirklich schade, dass ich aufgewacht bin. Ich hätte gern noch mehr von diesem wunderbaren Traum erlebt. Das Frühstück war fast fertig und nirgendwo gibt es besseres Frühstück als im Auenland. Einschließlich der Trollhöhlen, schätze ich. Bingo, Boffin. Das war ein äußerst erholsamer Schlaf. Ich bin erfrischt und bereit, die Reise fortzusetzen. Moment mal, ihr habt so schwarze Ringe unter den Augen und seht mehr tot als lebendig aus. Braucht ihr eine weitere Rast, was, Papa? Ich kann es kaum glauben. Sind wir der Ausgeruhte oder der Müde? Wir sind der Müde, oder? Ich habe mir die Karte angeschaut und weiß jetzt, wohin ich als nächstes möchte. Und ich weiß, wenn ich mich nicht irre, müssten wir ungefähr hier sein. Seht ihr das Gebiet da in den Wäldern nördlich von uns? Der Kartograf hat dort ein kleines Bild von drei Gestalten auf einer Lichtung eingefügt. Seht nur, wie sie lachen. Ist das die Stelle mit drei lächelnden Gestalten, die drei Trolle, die versteinert sind? Ich will diese Lichtung der drei lächelnden Gestalten finden. Sie müsste östlich von hier sein und etwas im Norden. Allerdings sind vermutlich einige steile Klippen im Weg. Wir müssen wohl erst zurück auf die Straße, bevor wir nach Nordosten. Blablabla. Titel gewährt, Los Papa, der Ehrenland nehmen. Der Müde. Was bin ich denn gerade? Was ist mein Titel? Vater von Dudelwin. Achso, ja, aber was habe ich gemacht? Fuck, habe ich meinen Titel gerade gelöscht? Kuchenbote ist mein aktiver Titel. Pass auf, wir nehmen der Müde. Das passt immer. Jetzt bin ich mal, ist es immer noch bei 47? Warte, 208? Das ist jetzt auch nicht hochgegangen, ne? Warum geht das nicht hoch, obwohl die Gegner das richtige Level haben? Okay, den Mbappe habe ich leider auch nicht. Verstehe ich nicht. Merken wir uns mal. 47 ist die ganze Zeit schon. 208, das müsste auch schon höher sein. Warte mal, wo stehen wir denn hier? Ja, ist okay. Wir sind nicht viel weiter gekommen. Das ist okay. Warte, warum hat der eine Quest? Startet Aufgabe Fliegenplage. Mache ich mal, damit ich die Aufgabe auf jeden Fall habe. Und warte, wir merken uns. 208 war das, ne? Besiegt Sichelfliegen in den Dinge. Ja, okay, machen wir schnell. Fliegenplage, kennt man. So, jetzt müsste es mindestens bei 209 sein, sonst verstehe ich es nicht. 208, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum wir da die Attacken nicht zählen.
Startet die Aufgabe Ungeziefer in den Bergen. Ja, komm, machen wir mal. Ist hier noch irgendeine Aufgabe? Kann ich die eben töten? Die gehen schnell, die Quest. Dann haben wir... Ich will ja diese wiederholbaren Aufgaben machen, ja nur einmal und dann ist gut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ging wieder eine Weile hoch und jetzt wieder nicht. Obwohl es eigentlich, ne, die haben fast dasselbe Level wie wir. Es macht keinen Sinn, dass es nicht geht. Es macht keinen Sinn, Freunde. Die Attacke ist halt scheiße, wenn ich die einsetze. Sie gleich mal gucken. Krieg halt so viele Daily Quest Sachen. Oh Gott, das ist auch eine Quest. Einmal. Ihr habt sie noch nie erfüllt, ja. Ich mach sie halt, dass ich sie einmal erfüllt habe und dann ist Arschlecken. Also Jan hatte mir gesagt, und das war ja auch smart, ey, vielleicht wird das nicht hochgelevelt, diese Attacken, weil die Gegner zu schlecht sind, levelmäßig. Dann ging es ja wieder bei den einen Gegnern da, im Sumpf. Und jetzt geht's schon wieder nicht. Obwohl die ein gutes Level haben. Hier. Ich verstehe es nicht. Ich brauche mal hier Lot. Lotto-Profis. So, haben wir erledigt. Tat verliehen. Mal auf. Wo ist mein Bankfach? Wir haben jetzt hier wieder eine Aufgabe bekommen. Ne? Aufgaben bringt den. Jetzt habe ich hier eine fucking Bruchteilaufgabe. Scheiße. Siehst du, das ist auch schon wieder was Neues. Leck mich am Arsch. Dürfen wir auf gar keinen Fall verkaufen. Das ist auch was Neues. Scheiße.
weißt du was? Das sind die Guten, ne? Schaffen wir mal ein bisschen Platz durch Tränke. Kann ich die Scheiße auch hier unten hinpacken? Die Scheiße nach da packen. Derbe Tier heute 10. Sind auch neu. Let me doch. Wo kann ich die einsüßen? Kado, immerhin Kadolan. Kadolan ist gut. Sehr scharfe Klauen, wo sind die? Guck mal, ey, wie viele von diesen Scheißdrinken. Wie viel sind das? 8. Ich sehe ja nirgendwo eine 8, die noch nicht gelockt ist. Wo ist eine 8? Mit einem lilanen Hintergrund. Sehe nicht. Bin ich blöd? Da ist eine 7, aber keine 8 und die ist auch gelockt. Und das sind scharfe und nicht sehr scharfe Klauen. Da sind sie. Sag doch was. Für Reihen habe ich inzwischen Platz. Oh Gott. Ach, leck mich doch. Und jetzt wird auch noch geplündert, ne? So, aber warte mal. Die makellose Felle. Beruf des Försters. Ist das was für den... Ja, habe ich hier reingepackt. Das geben wir den Dudeligsten. Extrem scharfe. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie viele kriege ich denn noch von dieser Scheiße? Wir sind jetzt extrem scharfe. Edle Tierhäute. Wo sind die fucking edlen Tierhäute? Die sehe ich nicht. Fängt da. Boah, ich habe zu viele von diesen Daily-Abgabe-Quest-Dinger. Aber keine, die mir was bringen. Das ist das Bescheuerte. Die sind auch neu. Locken. Haufen seidigen Dreck. Die sind. Ich hab keinen Platz. Und eine Kartoffel. Ich hätte noch nicht in dieses verdammte Gebiet reingehen dürfen. Das war ein Fehler. Jetzt bin ich nämlich schon zwei Gebiete quasi weiter, weil nachdem ich eigentlich erst das hier machen wollte, geht's in die Nordhöhen und nicht in die Trollhöhen, wo ich gerade reingehe. Das ist halt maximal blöd, was ich hier tue. Es ist maximal blöd. Ich bin wirklich der Blödeste, was Effizienz angeht. Weiche Tierhäute sind wahrscheinlich auch neu bei meinem Glück. Greifen die mich eigentlich an? Ja. Also daran kann es nicht liegen, warum das nicht hochgeht, das hier. Das ist wahrscheinlich auch 9, oder? Ah, immerhin nicht. So, ich check mal wieder nach. Es geht nicht hoch, ne? Prügelei 208. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Sechs Stunden kann ich die Quest wieder machen. Die mache ich aber nie wieder, die Quest. Die habe ich jetzt einmal gemacht und dann reicht das auch. Ich muss noch 3 Sichel fliegen und ein paar Keiler töten und dann ist gut. Dann mache ich nie wieder den Quatsch. Aua. Ich finde sie natürlich nicht, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Ganz ehrlich.
stelle mich jetzt hier hin und gucke erstmal was nach. Weil es gibt wahrscheinlich da nichts im Internet zu dieser Frage. Lotto, Book of Taten ist Deeds, oder? Book of Deeds. Keine Ahnung, ob ich sowas finde. Ja, das bringt mir halt nichts. Champions Attack Counter. Keine Ahnung. Ja, da steht halt nichts bei Champions League. Das bringt mir nichts. Wo ist denn das mit dem... Wo ist denn das mit dem, was die ganze Zeit nicht geht? Klobbert. Das geht nicht hoch. Warum geht das nicht hoch? Geht das nicht nach 50 mal hoch? Mit wie viel sind wir heute gestartet? Doch nicht mit 154, oder? Dann muss ich das morgen mal gucken, ob es morgen hochgeht. Aua. Weil das steht in der deutschen Übersetzung nicht. Was ist das? Wie hieß das andere mit dem Crit? Hier ist ein Twitch-Channel. Mega gut, gut. Ich zieh vor ihm gern meinen Hut. Er spielt mit viel Elan. Raging Storm ist das, ne? Sloth Papa ist cool und gut. Sloth Papa 89, mein Streamer, mein Leben. Sloth Papa 89, er wird mir so viel geben. Sloth Papa 89. Keiner macht das gut, mit Witz und Charme und viel Herzblut. Sloth Papa ist schneller als eine Schnecke, doch wer ist die Schnecke? Keine Ahnung, ich finde da nichts zu. Ich guck mal morgen dann, ob das wieder hochgeht. Sloth Papa, mein Streamer. Mein Vater, mein Vulkan. Sloth Papa 89. Wenn nicht, habe ich keine Ahnung, was wir da machen müssen. Sloth Papa 89. Er wird mir so viel geben. Sloth Papa 89. Keiner macht das gut. Mit Witz und Charme und viel Herzblut. 208, ne? Sind wir heute mit 158 gestartet? Ich glaube nicht. Weil hier steht auch nirgendwo, dass es eine nach 50 mal geht nicht. Ist schneller als eine Schnecke. Und hier sind wir auch stuck bei 47. Oben rechts in der Ecke. Oh shit, da hab ich mich wohl wieder mal vertan. Oh ja. Sloth Papa mein Streamer, mein Vater mein Vulkan. Sloth Papa 89. Könnte kotzen. Mein Leben. Sloth Papa 89. Er wird mir so viel geben. Sloth Papa 89. Also sowas regt mich auf, ey. Wenn da nicht klar ist, warum das jetzt nicht höher geht. Mit Witz und Charme und viel Herzblut.
verstehe es auch nicht. Ich probiere es einfach stumpf weiter. Wir sind kurz davor, das echt, diese eine Sache zumindest zu schaffen. Hier, die hier. Die andere ist ja noch ein weiter Weg. So, den Quatsch haben wir geschafft mit diesen Keilern. Jetzt werden uns nur noch die doofen Sichel fliegen. Ich verstehe es nicht. So was kotzt mich halt an. Wenn du auch im Forum keine Lösung oder so dazu hast. Es macht für mich halt keinen Sinn, dass es die ganze Zeit ganz normal hochgeht. Und aus dem Nix geht es dann nicht mehr. Und es kann jetzt nicht daran liegen, dass die Gegner zu schlecht sind. Und wo sind Fliegen? Ich habe jetzt auch keinen Bock, eine halbe Stunde drei Fliegen zu suchen. Kann nicht sein, dass die so selten sind. Ich meine, die müssen ja irgendwo in diesem Gebiet rumfliegen. Ich dachte, die wären hier überall. Das gibt's doch nicht. Ach, leck mich doch. Wo ist das Pferd? Jetzt reicht's. Sind die Scheißviecher. Ich muss jetzt drei Fliegen töten, sonst kann ich nicht weitermachen. Da ist eine. Zählt natürlich die Prügelattacke nicht, ne? Mach's trotzdem weiter. Ist zum Weinen. Warum sind denn Fliegen so selten? Weil sie hier rumgammeln. An dieser einen verkackten Stelle anscheinend. Und dann sind wir endlich diese Scheißfliegen los. So. Und das Buch ist natürlich nicht höher gegangen bei Klingensturm, ne? Wir sind auf 47. Wir sind auf 208. Leck mir am Arsch. Aber wir haben den Quatsch jetzt hier. Fertig. Warte, wo waren das? Was für Quests sind denn das? Das ist Trollhöhen, ne? Ein neuer Freund, wo ist denn das? Ja, ignorieren wir. Trollhöhen ignorieren wir. Wo ist denn das andere? Keilerhauer-Dolch-Ding da.
Trollhöhlen ignorieren wir. Machen erst, wir gehen zurück. Machen erst den anderen Scheiß fertig. Weil ich wette, die Dudes, die hier an der Brücke sitzen, die sagen, oh, töte Sichelfliegen oder irgend so eine Scheiße. Ich will nur mal gucken, was sie haben. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Bleibt noch einen Moment. Okay, Markierungssteine finden. Ihr habt Glück gehabt, Elben. Also, soweit ich weiß, wenn wir... Ja, wir gehen erst in die Nordhöhen statt Trollhöhen. Weil hier ist das Level niedriger. Wir halten uns an die Levels. Und dann probiere ich zwischendurch mal hier oben. Ich meine, das eine geht ja die ganze Zeit hoch. Moment mal, wo ist das? Da. Brauchen wir nur noch 11 Mal. Das geht ja. Das Buch ist ja nicht kaputt. Bin gespannt, ob das morgen hochgeht. Ansonsten bin ich verloren. Ich grüße euch. Wir haben jetzt genügend Wasser, um unsere Fässer zu füllen. Ich bin euch sehr dankbar für alles, was ihr für mein Volk getan habt. Hier ist das, Papa. Nehmt dies und seid der Dankbarkeit der Erklären der Feste Gurus versichert. Die Sachen sind scheiße. Kann mir am Arsch lenken mit deinem Wasser. Habt ihr Quests? Was benötigt ihr? Sag jetzt nicht, der graue Schleim ist auch neu. Ich hab gleich keinen Platz mehr, überhaupt irgendwas... Es ist neu. Irgendwas aufzunehmen. Ich muss mir echt ver... Das Teil werde ich erstmal nicht los, ne? Das muss ich nach Bruchtal bringen, oder? Oh mein Gott. Vielleicht werde ich einen kurzen Zwischenstopp nach Bruchtal machen, damit ich dieses Teil... Irgendwie mit einer Schnellreise, damit ich dieses Scheißteil... loswerde, damit ich mehr, wieder mehr Platz habe. Guck mal, wie voll es... Ich hätte echt die Item-Slots kaufen sollen. Lecco mio. Wir haben eine Reihe. Eieiei. Gut, dass ich jedes Mal kaufen, verkaufen kann. Aber ich kann ja nicht nach jedem Kampf kaufen, verkaufen. Das ist ja bescheuert. So, wohin jetzt? Da. Offensichtlich. Widerlicher Wag, ja, das einzige widerliche habe ich in... Das regt mich halt so auf, diese Scheiße, dass ich auch die Lösung dazu nicht weiß. Ich brauche irgend so ein Lotto Pro. Ja, nur noch 10 Mal schreien, immerhin.
geht's denn da rein? Ich brauch doch das Pferd. Okay, offensichtlich hier. Guck mal, die sind grün. Vernichtet Trolle, sammelt geilste Steine, besiegt Trolle, okay. Bei Grün hat es vorhin geklappt. Vielleicht geht es nur bei grünen Gegnern? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ist das jetzt hochgegangen? 100 pro Nein. Ich bin am Verzweifeln. 208. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vor allem, weil beim einen steht da nichts mit 50 Mal, ne? Dieses, ach, habe ich schon. Dieses mit den Crits. Das sind ja eh nur 50 insgesamt. Fast. So, ein so ein Troll noch besiegen, ne? Dann haben wir auch 5 von 5. Ich mach jetzt auch einfach andere Attacken. Siehst so. Du, jetzt habe ich schon wieder keinen Platz. Es ist zum Kotzen. Es ist tatsächlich zum Kotzen. Das sind auch neue Sachen. Oder? Schwer, doch nicht. Ich dachte schon. Ich darf nach jedem Kampf die Scheiße hier machen. Wir haben halt original eine Reihe, das war's. Ich verstehe es nicht. Das nimmt mir auch gerade echt die Motivation, wenn du so eine Sache hast, die du nicht verstehst. Gartipp? Nee, ne? Das ist einfach. Hier gibt's aber einige Trolle. So, hier muss der irgendwo rumgammeln. Da ist er doch. Bleib stehen. Goldohrring. Schrott. Teste das morgen früh direkt. Was war das denn? Ach, boah.
kommen ganz viele neue Quests. Juhu. Erstmal mit ihm reden. Was benötigt ihr? Mein Wissen über diese Lande ist groß, das stimmt. Habt ihr eine Ahnung, wie ich an dieses Wissen gekommen bin? Die Toten haben ihre Geheimnisse. Große Geheimnisse, schreckliche Geheimnisse. Geheimnisse, die ihnen so viel bedeuten wie anderen ein warmes Feuer an einem kalten Wintertag. Erinnerungen wärmen ihre Herzen. Versteht ihr? Nein, wahrscheinlich versteht ihr nicht. Aber ihr werdet es verstehen. Oh ja, ich bin überzeugt, das werdet ihr. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Von den Toten kann man vieles lernen. Allerdings gibt es einen lästigen Schatten namens Emmeline, der allen Versuchen widersteht, mit ihm zu kommunizieren. Vielleicht habt ihr Erfolg, wo ich versagt habe. Emmeline ist schwierig. Er wird von seinem Stolz geleitet und hält die Lebenden für unwürdig. Wenn ihr ihm euren Wert beweisen könnt, steigt ihr vielleicht so sehr in seiner Achtung, dass er bereit sein wird, euch zu helfen. Seid vorsichtig. Wenn ihr mit ihm spricht, er wird versuchen, euer Vertrauen mit schönen Worten zu gewinnen. Nur um euch dann in euer Verderben zu schicken. Ihr findet ihn in der Ruine der alten Feste her. Ich grüße euch. Wenn Friederik euch schickt, heiße ich euch willkommen. Dieser Ort wird euch sicher seltsam vorkommen. Die Schatten der schon lange leidenden Toten schreiten durch diese Ruinen. Aber habt keine Angst, sie werden euch kein Leid tun. Vielleicht können sie euch sogar viel über dieses Land beibringen. Was noch eine? Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Seid gegrüßt. Diese Steine sprechen mit mir und erzählen von einem uralten Kampf, der hier in den einsamen Landen stattgefunden hat. Auf der einen Seite stehen verfluchte Menschen aus dem Geschlecht Emmelins, die für ihre Untätigkeit büßen müssen. Auf der anderen Seite gibt es eine Macht, könnte man es wohl nennen, welche sich in Gas Agerven niedergelassen hat. Soweit ich es gehört habe, haben diese verfluchten Menschen versucht, das, was aus unserer Untätigkeit resultierte, richtig zu stellen, aber sie haben immer wieder versagt. Wie vielleicht wisst, sind diese Menschen, diese Schatten, nicht durch und durch böse und sie rühren mich. Ich würde ihnen gern dabei helfen, die Dinge richtig zu stellen und sie von ihrem Fluch zu befreien. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen. Vor kurzem haben grausame Geister Unruhe in das Wasser gebracht. Sie erscheinen in der Gestalt von Kreaturen, die Mornen genannt werden. Sie sind in großer Zahl in Gas Agerven entschieden und haben viele Schatten vertrieben. Wenn ihr Gas Agerven betretet, einige Mornen besiegt und mir ihre Schwerter bringen würdet, würde ich sie zur Schau stellen und erlahmende Erschlossenheit dieser verfluchten Menschen stärken. Das Ding ist auch scheiße. Wir nehmen erstmal alle Quests an. Ach Gott, im Himmel. Auch nicht die Jagdaufträge. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, sammelt feuchte Pilze. Wiederholbare Aufgabe, die ich noch nie erfüllt habe, mache ich einmal. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Einmal, ja. Die Jagdaufträge, die Story. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Die sind nicht so wichtig, Jagdauftrag, sorry. Ihr atmet noch und wollt dennoch mit mir sprechen. Ihr seid nicht wie der Mann Arik. Er ist ein Steinweiser und kennt die Geheimnisse dieses Landes. Doch selbst ihn verachte ich wegen seines roten Fleisches und seines leuchtenden Blicks. Die Weisheit wird euer sein, wenn ihr euch als würdig erweist. Wagt ihr es, euch meinen Kriegern entgegenzustellen? Solltet ihr den Sieg erringen, werde ich euch bei der Aufgabe helfen. Versagt ihr jedoch, werdet ihr das Licht des nächsten Tages nicht erblicken. Achso, Bruder! Lass mich erstmal schreien. Achso, ich visiere die ganze Zeit den Falschen an. Oh, hab sie totgehauen. Rüberstaub, wetten, den habe ich auch noch nicht. Ich wette drauf, pass auf. Na doch, den hatte ich schon, Gott sei Dank. Ihr atmet noch, wenn auch rau und unregelmäßig. Ruht euch aus und lauscht meinen Worten. Gar schreckliche Taten habe ich im Namen der alten Könige begangen. Während das böse Land verdarb, sahen meine Männer und ich tatenlos zu und verrieten unseren Auftrag. Jetzt dient die rote Maid Angmar und wir hatten doch geschworen, genau dies zu verhindern. Unser Versagen war so groß, dass Iavin Ben Adda mit dem Fluch belegte, als Halbtote weiterzuleben. Ist das nicht Tom Bombadils Name bei den Elben? Iavin Ben Adda? War der das nicht? Versteht ihr mich? Ich werde euch helfen, um meinen Fluch zu brechen, aber müsst ihr noch mehr tun, um euch meiner Hilfe würdig zu erweisen. Guck mal, wir sind kurz vor dem Levelaufstieg, immerhin 400 Punkte. Dieses Land wurde durch die Kriege, der hier gewütet hat, verdorben. Blut, viel Blut wurde hier vergossen, bis die Quellen der Herren sich rot färbte und in einen Sumpf verwandelten. Die Herrin, an deren Name sich niemand erinnert, wurde zur Roten Maid, einer verlorenen und verdorbenen Kreatur. Iva Bluthand erschien vor nicht allzu langer Zeit, weckte sie und gewann Macht über sie. Jetzt ist Iva noch eine größere Bedrohung als jemals zuvor. Immer die Russen, ne? Ihr müsst gegen ihn vorgehen, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen.
Solange wird die Rote Maid weder erlöst noch vernichtet ist, sind meine Brüder und ich zu diesem elenden Dasein verdammt. Ihr müsst in den Westen reisen, um den Herrn der Unholde Bruta und seine Soldaten zu vernichten. Die dienen der Bluthand und müssen zerschmettert werden. Ui. Und dann haben wir hier noch eine Quest. Oh Gott. Okay. Voller Trauer haben wir diesen Zeitpunkt herbeigesehen, an dem der Schatten aufsteigt und unsere Rolle klar wird. Wie wir die Verfluchten und Vergessenen in das Land leihen ließen und nur reglos zusahen, wir werden nicht mehr leihen, denn der Schatten zerrt an unseren Ketten und führt uns zur Vergeltung. Vergebung! Endlich werden wir zur Ruhe kommen. Unsere Brüder, die lange Zeit in der Erde verweilt haben, sind nun in ihrem Schlaf entrissen von grausamen Geistern der Vergangenheit, Geister, die ihren Meister gefunden wurden, um an seiner Seite in der Festung Gas Agaven zu ziehen. Mein Gott. Nun regen sie sich, wo sie einst ruhten. Im Westen, einst unser Zuhause, jetzt nur noch Ruinen, wandern die Toten auf ein neues. Wir haben nur wenig Zeit, uns gegen die Vergangenheit zu wehren, aber vielleicht seid ihr gewillt, uns zu helfen, Herr Mosier. In den Ruinen im Westen, wo meine gestiefelten Füße einst auf den Steinboden der Hallen wandelten, verlor ich jemanden, der mir sehr am Herzen lag. Das letzte Erinnerungsstück, welches ich von ihr besaß, war ein Ring, der nun verloren ist. Solltet ihr diesen Ort betreten, dann sucht nach meinem Ring. Auch wenn ich diesen Fluch nicht brechen kann, werde ich vielleicht das Glück verspüren, das einst mein Herz erfüllt hat. Ich fürchte, dass der Ring sich nun an dem Finger einer der aufgedunsenen Kreaturen befindet, welche sich in den Ruinen oder im südlichen Sumpf herumtreiben. Taten vollbrachten wir gleich viele und auch durch unsere Nachnamen waren wir verbunden, vom Tode geraubt, doch von dem Schatten, der in diesem Land wächst, zu uns zurückgebracht. Er ist nicht mehr, was er einst war. Er besitzt keine Erinnerung, kein Wissen von dem, was zuvor war, doch sein Körper erhebt sich und muss niedergelegt werden. Ich spreche von unserem Bruder, doch nicht wirklich. Wirklich spreche ich von einer Kreatur namens Gostod, der in den Tiefen der Ruinen westlich der Feste her und herwandert, sucht diese Kreatur und setzt deren Hände, auf dass sie uns nicht mehr quält. So, habe ich jetzt hier in der Feste alle Quests. Ja, ne? Hier ist jetzt so unser Gebiet. Da müsste ich eigentlich auch mal hin noch abgeben. Aber ich will zumindest das Level up, wollen wir noch hinkriegen. Warte mal, was ist denn da für eine Quest? Ist doch gar nichts. Was ist das für ein Scheiß? Im Herzen von Dortmund, da schlagen sie auf. Ach, Pilze. Die Jungs sind schwarz-gelb. Sie kämpfen, sie raufen. Mit Kraus auf dem Rasen. Der Spiel jawohl, Kraus. Klar. Doch oft geht der Ball daneben so nah. Eigentlich nicht. So nah. Bob und ich haben Dortmund festgestellt. Dortmund, wir geben nie auf. Auch wenn wir Dortmund hat Barca besiegt in der Champions League. Nur mal so. Und den Schmerz am Bein. Und Netter aus Japan. Der Sturm ist dabei. Die Schmidt-Brüder stehen wie Mauern im Feld. Das ist jetzt Lore. Doch manchmal fällt der Gegner so hart und so schnell. Hartland der Riese. Er schiebt alle weg. Ob du es willst oder nicht, so ist es. Das Pech bleibt am Fleck. Dortmund, oh Dortmund, wir geben nie auf. Auch wenn wir oft verlieren, wir kämpfen drauf und drauf. Ich bin glücklich über die Story heute. Dortmund hat Barca besiegt in Barcelona. Und Nizza aus Japan. Der Sturm ist dabei. Und wenn der Ball rollt und der Sieg scheint so fern, bleibt der Wille doch stark. Unser Herz. Aber das Lied ist trotzdem schlecht. Die Fans singen weit. Also das hat auch gar keinen Ohrwurm-Charakter. Der Beat ist scheiße. Dortmund, oh Dortmund, wir geben nie auf. Nee, fühl ich nicht. Auch wenn wir oft verlieren, wir kämpfen drauf und drauf. Mit Hartland den Hühnern und den Schmidt-Brüdern zweien. Und Nitzer aus Japan, der Sturm ist dabei. So ist schon wieder voll, ne? Weiter, ist das zum Kotzen. Schwer fällt,
Denn Dortmund, oh Dortmund, ihr seid unsere Welt. Kein Sieg, keine Punkte, doch der Stolz bleibt bestehen. Ist das auch eine Lüge? Denn aufgeben, das wird vielen niemals geschehen. Verkaufe jetzt alles. Fuck, kann ich nicht verkaufen, das brauche ich. Scheiße. Es wird immer weniger Platz. Es ist zum Kotzen. Aber neben Real Madrid die einzige Mannschaft, die Barcelona geschlagen hat. In Barcelona auch noch. Ich weiß gar nicht, hat Real bei Nextdream zu Hause oder in Barca gespielt? Das ist jetzt eine verwirrende Sache. Weiß das einer? Bestimmt in Barca. Greift er mich an? Oh Moment, den muss ich auch töten. Die Sau. Gib mir doch endlich das Level ab. Wie viel noch? 250 Punkte. Denn der Dunkelkriecher da, den brauche ich, ne? Bleib stehen, ich will dein Fleisch. Danke. Wir brauchen wir denn noch 169. Ich brauche diese Dunkelkriecher, ne? Ne, den. Ach, 120 von denen töten, nicht 20. Okay, dann machen wir das. Dann solltest du mal richtig lesen, du Nase. Was steht denn da am letzten Spieltag? Am letzten Spieltag zwischen Dortmund und Lombardia. Dass Dortmund nicht weiterkommt, weil sie punktgleich sind durch ein Unentschieden. Und da wir wissen, dass Dortmund die ersten drei Spiele verloren hat. Und das letzte Spiel unentschieden spielt, muss Dortmund die beiden anderen Spiele gewonnen haben. Sonst hätten sie überhaupt gar keine Chance auf Platz 3 mehr gehabt. Das heißt, Dortmund und Inter hatten am letzten Spieltag beide 6 Punkte. Und wo muss Dortmund die 6 Punkte geholt haben, wenn sie die ersten drei Spiele verkackt haben? Am 4. und 5. Spieltag. Auch nach Takashi-Regeln, da kann sie auf den Kopf stellen. Das heißt, Dortmund muss in Barcelona gewonnen haben und Dortmund muss gegen Celtic gewonnen haben an Spieltag 4 und 5. Sonst hätte man nicht auf 6 Punkte kommen können, sonst wäre man nicht punktgleich mit Lombardia am 5. Spieltag gewesen. Da hat wahrscheinlich bei Caleb jemand nicht nachgedacht, was man da vorher geschrieben hat. Aber so ist er halt safe, da Dortmund gegen Barca in Barca gewonnen haben muss. Anders macht das keinen Sinn, was da steht. Weil die Lore machen, du Nasenbär. Sonst kannst du ja auch sagen, Dortmund hat alles gewonnen. Und dein Lied wäre noch sinnloser. Du hast ja gerade selber Caleb vertraut, du Nase. Da musst du dich schon entscheiden. Von daher, GG Dortmund.
Kannst du gerne machen. So lange ist aber safe. Dortmund hat Barca besiegt. Hätten sie geschrieben, oh, Dortmund verliert am letzten Spieltag gegen Lombardia und kommt deswegen nicht weiter. Hätte man ja vielleicht denken können, Dortmund ist irgendwie 2 oder 3 Punkte hinter Lombardia. Aber so, da steht punktgleich. Die sind nur wegen der schlechteren Vergleich nicht weiter. So kann es nur die eine mathematische Lösung geben. Danke, Caleb, dass ihr zu blöd seid. Kraus größer zu Barca also. Das hat selbst der größte Dortmund-Hasser Bob vorhin zustimmen müssen. Dass das die einzige mathematische Lösung dann ist. Ich find's halt echt lustig, dass Caleb das so verkackt, dass Barca verliert. Natürlich offscreen ist es halt zu Barca, ne? Ich find's lustig. Ich feier das übertrieben geil. Wo ist denn? Ich brauche noch einen so einen scheiß Kriecher. Dann kann ich die Quest abgeben. Ich habe das Level ab und dann kann ich die Tugend-Quest endlich mal wieder machen. Das bezweifle ich. Tsubasa ist nie verletzt. Rival ist immer verletzt, das wissen wir doch. Sonst könnte ich ja auch behaupten, Tsubasa und Rival, die haben beide Stamm gespielt und Kraus hat beide besiegt. Aber da sage ich mal, Rival war bestimmt mal wieder verletzt. Und Tsubasa ist scheiße anscheinend. Weil Kraus... Ey, das war doch auch im Hinspiel so. Kraus hat Tsubasa fertig gemacht. Man brauchte doch erst, Rival. Der hat bestimmt im Rückspiel nicht gespielt und deswegen hat Barca verloren. Weil Tsubasa eine Pfeife ist. Kraus ist der Bessere. Ah, da ist so ein Vieh. Einfach zu gut. Kannst dich drehen und wenden, wie du willst, Genta. Dortmund muss 7 Punkte gehabt haben. Da gibt's nicht viel aufzuklären. Geil, da ist das Level up. Es gibt nur diese Variante leider. Ansonsten kann man nicht auf diese entsprechende Punktzahl kommen. Und 7 ist die einzige Punktzahl, die gehen kann. Damit man Dritter wird in der Gruppe. Punktgleich mit Lombardia. Ich feier es. So, kann ich jetzt hier wieder die Dinger hochmachen? Ja, das ist gut. Dann fangen wir mit Eifer an. Na, das wollten wir gar nicht. Jetzt können wir unsere Tugend wieder hochmachen. Ein weiteres Level. Das musst du dir mal vorstellen, Kenta. Nitta besiegt Otze. Wahrscheinlich mit einem Volley-Schuss. Abasa, selbst mit Rival ist ziemlich scheiße, ne? Die haben ja noch niemals gegen Inter gewonnen. Und da hat Rival gespielt. Zumindest war der auf diesen Bildern immer drauf, so neben Tsubasa am Rumstehen. Wir sind schon wieder voll. Es ist zum Kotzen. Ich werde nie Platz haben hier.
Jetzt weiß ich, was Jan meinte, dass er mehrere Specks schon hat. Eventuell werde ich auch mal was dann in die Bank ablegen müssen. Auch wenn die auch bald schon voll ist. So, den töten wir noch, dann können wir die Quest abnehmen. Achso, hier ist auch noch was. Können wir den auch gleich töten. Super Nitter Ole. Super Nitter Ole. Super Nitter Ole. Aua. Ach komm, scheiß drauf. Wir geben ihm die Quest ab und dann reicht. So, wir haben die alle was einmal abgegeben. Die? Behälter für Gelehrtheit. Nicht genug Platz. Leck mich doch am Arsch. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich muss gleich ausmisten. Was kann ich für euch tun? Aber das kriegen wir alle. Nicht genug Platz. Noch 20 Plätze, pass auf, wir machen aus Truhe 6 eine für die Scheiße hier. Was kriegen wir denn gerade eigentlich nicht so? Ich glaube, leichte Panzer kriegen wir nicht. Billigdreckhaufen kriegen wir nicht. Matte Federn kriegen wir gerade nicht so. Matte Felle nicht. Eredluin ist halt dieses Zwergengebiet, ne? Ich pack mal alles unter 10 hier rein. So, das reicht erstmal. Kapazität 110, wobei ich kann auch auf 115 Arsch lenken. Ja, wobei Nordhöhen könnte sein, dass wir die brauchen. Einsame Lande auch. Was ist das? 7. Nordhöhen lassen wir mal. Trollhöhen brauchen wir gerade nicht, denke ich. Trollhöhen. 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 So, 115 machen wir. Das ist okay. Dann haben wir jetzt wenigstens mal wieder ein bisschen Platz. Da muss ich halt ein bisschen hin und her schauen immer. Aber wird schon. Ich grüße euch. Hey, mein neues Rezept.
Wir nähern uns nun der Befreiung. Wir werden uns daran erinnern, dass andere uns die Freiheit ermöglicht haben. Ihr sollt wissen, dass wir unserem ewigen Schlummer auf ewig dankbar sein werden. Gäbe es Wärme in jemanden wie mir, würde ich sie wieder verspüren. Ich werde diese Kleinigkeit, die du für mich getan hast, stets wertschätzen und deine Taten nie vergessen. Ja, gerne. Warte, der hat noch eine Quest? Ach, wieder diese selben Kacke. Ne, die meine ich nicht mehr. Logischerweise. Arschlecken. Oh mein Gott, die sind nicht wirklich. Oh mein Gott, ich muss von den Viechern Schwerter holen. Zerrüttete Vergangenheit ist das. Oh mein Gott. Da komme ich doch nicht rein, die bringen mich doch alle um. Fuck. Okay, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen. Ich mache jetzt das Einfachste. Wir gehen zu uns nach Hause. Wobei, warte mal. Ich verstehe es nicht. Ich werde es nie verstehen. Ich könnte ja mal, stimmt, so kann ich auch Bankplatz schaffen, ne? Warte mal. Ich weiß nicht, ob er die Sachen oder ob ich die Sachen noch brauche. Ich hoffe, das hilft dem Jungen. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich bin gebrochen von der Quest, die nicht hochgeht. Haut rein. Bis morgen früh. Ihr habt ja auch alle Homeoffice.